Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend, 20 Uhr, heute am 17. Juni 2019. Herzlich willkommen im interaktiven Redesprachportal von Okitalk. Ja, zu Gast ist heute der Peter Denk. Ich möchte direkt auch die Homepage für euch bekannt geben. Krisenrat.info, ganz direkt am Anfang, weil wenn deine Sendung beginnt von unserem Referenten, sollt ihr auch wissen, wer steckt denn dahinter? Und die einen kennen den Peter Denk, die anderen noch nicht. Wir sind heute, wie gesagt, interaktiv dabei. Das bedeutet, der Außenchat ist für euch geöffnet. Loggt euch ein mit eurem Konto. Wenn ihr kein Konto habt, oben registrieren mit eurem Wunschname und die E-Mail-Adresse. Mehr Daten erheben wir nicht. Und dann steht euch auch der Chat auf Okitalk zur Verfügung. Diese Message zum Thema werden wir natürlich zum Peter Denk direkt dann auch weiterleiten. Ja, und jetzt gehe ich mal zum Thema schon mal über. Und heute steht ja auch im Sendeplan ganz einfach Peter Denk, Trump gegen den tiefen Staat. Seit Mitte 2017 wird es immer deutlicher, dass zwischen bestimmte Kreisen in den USA tiefer Staat genannt und Donald Trump mit seinen Unterstützern ein Konflikt ausgebrochen ist. Man versucht Donald Trump mit allen Mitteln wieder loszuwerden. Aber seine Truppen scheinen die besseren Karten zu haben. Dieser Konflikt hat zudem weltweite Auswirkungen und ist bei weitem noch nicht an seinen Höhepunkt angekommen. Viele überraschende Entwicklungen hängen unmittelbar damit zusammen. Warum gab es die erstaunliche Wende mit Nordkorea? Warum wurde der Atomvertrag mit dem Iran wirklich aufgekündigt? Was passiert gerade in Deutschland? Wie spielt Russland hier mit hinein? Zerbrechen EU und NATO? Wird er demnächst eine neue Auflage als der Nürnberger Prozesse geben? Was will Trump mit einer Weltraumstreitmacht? Interessant ist auch die Begleiterscheinung Q, eine Nachrichtenquelle aus dem Umfeld von Trump. Welchen Zweck dient diese? Hinter diesem Konflikt gibt es weitere Hintergründe, die man kennen sollte, um die Größenordnung der aktuellen Vorgänge ermessen zu können. In den nächsten Monaten und Jahren stehen wahrhaft historische Ereignisse bevor. Wir haben einen Artikel wie jeden Abend zu den Sendergast gemacht. Dort könnt ihr eure Kommentare auch dementsprechend mitteilen. Und jetzt sehe ich gerade, jetzt kommt Windows rein und möchte hier einen Systemneustart machen. Ich hoffe, das haben wir jetzt mal beseitigt. So, ja, wir sind hier live, wie gesagt. Und jetzt begrüße ich mal Peter Denk erstmal hier und sag hallo, guten Abend zu dir, Peter. Schön, dass du bei uns heute Gast bist mit einem vor allem wichtigen Thema. Ja, lieber Klaus, hallo an alle draußen, an den Geräten, wie man so früher sagte. Nicht? Ja, ich freue mich auch. Ich bin das erste Mal bei Okitalk und finde das ein tolles Format. Und wir haben ja gesagt, wir machen es ein bisschen interaktiv. Das ist für mich auch neu, aber ich denke, das ist spannend. Und das Thema ist, glaube ich, hochbrisant. Das wird wohl keiner abstreiten. Und ich denke, mal schauen, was der Abend so bringt. Ja, Peter, ich werde mal sofort, weil wir interaktiv sind, unsere Zuhörer schon mal raufholen. Das ist einmal der David Manner, dann haben wir den Jenne bei uns, der Marc Wahle ist schon bei uns und wir schauen mal, was sich heute Abend noch so entwickelt. Peter, wie gesagt, es gibt Menschen, die kennen dich, du bist auch bekannt, aber es gibt Menschen, die dich nicht kennen. Vielleicht magst du so ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, warum du das tust, was du heute machst. Ja, gut, also ich hab mal ganz normal angefangen im IT-Bereich als Diplom-Ingenieur und habe verschiedene Jobs bei großen Unternehmen gemacht, wie Sun Microsystems, was auch spannend war, weil die doch ziemlich tief in technischen Sachen drin waren. Ja, und 2012 hat sich das so ergeben, im Nachhinein weiß ich, dass das kein Zufall war, dass ich da aber ausgestiegen bin, wobei ich ehrenamtlich immer noch im IT-Bereich tätig bin und angefangen habe mit der Seite krisenrat.info.
um letztendlich die Themen, die mich schon immer interessiert haben, eigentlich seit der Jugend, also nicht unbedingt, was der Mainstream erzählt, sondern was so drumherum passiert, zu verfolgen. Ja, und dann hat sich das halt so ergeben, dass ich den kostenlosen Newsletter-Denkbrief seitdem rausgebe, der mittlerweile auch über 10.000 Abonnenten hat, und meinen kostenpflichtigen Infobrief Zeitprognosen, der mich sozusagen ernährt. Und ja, es ist dann immer mehr dazu gekommen, Interviews mit Robert Stein, Manlio Cornelius und, Vorträge auf Kongressen. Und das macht mir einen Riesenspaß. Ich habe tolle Leute kennenlernen können, immer wieder neue, die selbst sehr interessante Sachen wissen oder erlebt haben, wo viele Leute sagen würden, das ist unglaublich. Und ja, es ist scheinbar irgendwie meine Aufgabe, Aufklärung zu betreiben, zusammen mit vielen anderen. Und das, denke ich, sehr wichtig, dass die alternativen Medien stärker werden, dass die Menschen verstehen, dass das, was in den Mainstream-Medien passiert, im Endeffekt größtenteils sehr, sehr gesteuert ist. Eines meiner Bücher heißt Lügenpresse. Provokanter Titel, da steht einiges drüber drin. Aber dass die Leute merken, dass wir hier in vielerlei Hinsicht an der Nase rumgeführt werden und dass wir aufwachen müssen, weil ansonsten die Zukunftsaussichten nicht so gut aussehen würden. Ja, das war jetzt schon fast meine Frage, und es ist ja unübersichtbar, dass man in den Medien, in den großen Medien gegen Russland, genauso wie gegen vor allem Donald Trump, eine Hetzkampagne, würde ich schon bald sagen, macht. Alles, was mit Donald Trump zu tun hat, ist ja in den großen Medien zumindest als schlecht zu sehen. Und da gehen wir ja auch heute sicherlich drauf ein. Wie empfindest du das? Die Medien sind nicht gerade fein zu Donald Trump, oder? Das ist die Untertreibung des Jahres, würde ich sagen. Es ist interessant. Es gab mal eine Studie, die war schon 2017. Ein Schweizer Unternehmen hat mal geschaut, wie stabil die Sender über Trump positiv und negativ berichten. Ja, und da war wenig erstaunlich: CNN, was ja auch Clinton News Networks genannt wurde, mit 93% negativ und 7% positiv. Das war zusammen mit NBC in den USA sozusagen der Spitzenreiter. Wurde aber nur noch übertroffen durch unsere ARD, die tatsächlich 98% negativ über Trump berichtet hat und nur 2% positiv. Ja, das sagt schon alles aus. Was denkst du, warum ist das wohl so? Ich meine, wo ich gehört habe, dass Donald Trump gewonnen hat, hat man ihn in vielen Kreisen auch als den Präsident, den man damals erschossen hat, das war der, wie heißt er noch? Kennedy. Den Kennedy, danke, dass du mir dieses Wort schnell rausgeholt hast, der John F. Kennedy. Man hat ihn sogar als zweiten guten Präsidenten in einigen Kreisen bezeichnet gehabt. Jedoch ist das schnell von abgekommen. Und was mir so auffällt, ist, dass Donald Trump eigentlich ein Präsident auch ist, der was geschaffen hat, was andere noch gar nicht geschaffen hat. Und wir haben ja auch einen Link zum Beispiel bei uns auf OKTalk. Das ist ein schweres Thema. Vielleicht, du weißt, was ich meine, das wirst du dann gleich auch, denke ich, ansprechen. Ja, Donald Trump hat auch wohl was gegen die Pharmaindustrie gemacht, soweit ich informiert bin, und auch den Banken so ein bisschen den Popsch mal gekitzelt, sage ich mal. Ja, ich übergebe dir einfach mal das Mikrofon. Ja, genau. Also warum die Medien da so stark dagegen gehen, das hat natürlich sehr viel damit zu tun, wem die Medien gehören. Und das ist natürlich mittlerweile so, dass es die kleinen unabhängigen Medien im Mainstream faktisch nicht mehr gibt. Ja, das ist in Deutschland ganz klar, wenn eine Handvoll wirklich Medienmogule oder Familien, Springer, Burda, Matzak, Bertelsmann, also Mohn, ja, damit hat man dann schon so 70% des privaten Medienmarktes in Deutschland mindestens abgedeckt, allein mit den Namen, ja. Und so ist das in den USA auch. Und man muss wissen, da kommen wir gleich sicherlich dazu, dieser Konflikt im Hintergrund wird natürlich gegen den tiefen Staat gefochten oder die Hintergrundeliten, und die haben diese Massenmedien zu fast 100% in der Hand.
Und deswegen gehen die Massenmedien auch zu fast 100% gegen den, der sie bekämpft. Das ist Trump. Ja. Allerdings, das fand ich, also das hat mir wirklich gefallen. Ich weiß nicht, wer das Heute-Journal an dem Tag gesehen hat, als Trump gewonnen hatte. Das Gesicht von Klaus Kleber, das werde ich nie vergessen. Der hatte geschaut, als wäre gerade die Welt untergegangen. Und für diese Leute ist die Welt untergegangen. Die hätten nie gedacht, dass Trump gewinnen könnte, weil sie bis dato alles in ihren Händen hatten. Und da haben sie wirklich gemerkt, oh, da ist eine Gegenkraft aufgetreten. Und um es von vornherein wegzusagen, meiner Meinung nach ist Trump nicht die entscheidende Person. Der Trump ist eine Frontfigur. Ja, und er ist menschlich schon interessant, aber man brauchte diesen Menschen auch. Weil welcher andere Mensch würde, wenn die sämtlichen Massenmedien gegen ihn sind, da brauche ich so ein Ego. Ja, sonst breche ich zusammen. Wenn ständig gegen mich geschossen wird, und man konnte es ja sehen bei den Massenmedien, er konnte ja nichts richtig machen. Nicht mal, wenn seine Frau irgendwelche Schuhe angehabt hat, da war das auch schon wieder ein Skandal. Dabei hat der Trump, und das ist natürlich auch ein Skandal für gewisse Herrschaften, Wahlversprechen eingehalten. Ja, das ist ja auch völlig unglaublich. Und den Herrschaften schwimmen die Fälle momentan weg. Und natürlich versuchen sie, ihn wieder loszuwerden. Das ist ja jetzt, seit er Präsident ist, immer weitergegangen. Ja, mit irgendwelchen Anschuldigungen und dieser Russia Collusion. Und dann kam der Mueller-Report raus, wo drin stand, da war nichts. Ja, dann ist natürlich der Mueller-Report schlecht und. Aber das ist kein Zufall, weil die Trump, ich nenne es immer die Trump-Allianz, also im Endeffekt ist es so, da sind sehr, sehr viele Militärs mit drin und nominell hätte man eigentlich eine Militärdiktatur machen müssen oder wollen, aber das hätten natürlich die Leute nicht mitgetragen. Also habe ich das, zwangsweise muss ich das demokratisch machen. Und deswegen haben wir eine Frontfigur und wir haben in der US-Regierung auch keine homogene Mannschaft, die alle hinter ihm stehen würden. Deswegen auch diese häufigen Austausche. Ja. Aber der entscheidende Punkt ist, und das kommen wir noch auf das Thema Q, sie haben den Weg gewählt, es alles auf legalem Wege zu machen, die alten Eliten aufzudecken, die Verbrechen zu ahnden. Das Problem ist, das braucht Zeit. Was bei vielen jetzt auch schon wieder Ungeduld hervorruft und sagt, ja, warum werden die Leute nicht verhaftet? Aber so einfach geht das nicht. Ja, das ist der Punkt. Aber das ist auch am wirksamsten, weil sie schaffen es, und das kriegen sie gut hin, dass sich die Gegenseite selbst diskreditiert. Die Massenmedien, die Demokraten, auch hier in Europa, kommen wir nachher auch nochmal zu sprechen, die EU, Macron, Merkel, diese May, das sind alles nur noch Absurditäten, die da geliefert werden. Und das führt dazu, dass immer mehr Menschen, die vielleicht auch gar nicht alternative Medien groß konsumieren, das sind ja eh die bösen Verschwörungstheoretiker, und das ist immer noch eine relativ kleine Anzahl von Menschen. Es geht aber um die große Mitte. Es gibt natürlich auch diejenigen, die gnadenlos den Massenmedien und den etablierten Politikern folgen, das sind aber auch gar nicht so viele. Und da mittendrin ist ein großer Block, der erstmal relativ neutral ist, sich teilweise gar nicht kümmern will, und um die geht's, die muss ich mitnehmen. Und das kann ich nur, wenn ich die Sachen sauber mache und vor allen Dingen, wenn ich es schaffe, dass die Gegenseite sich selbst diskreditiert. Und das machen sie par excellence momentan. Und es wird so absurd, dass immer mehr Menschen aussteigen. Das sieht man in Deutschland, um auf die Medien zurückzukommen, ja durchaus daran, dass Auflagenzahlen im freien Fall sind, dass Zuschauerzahlen bei ARD und ZDF im freien Fall sind, dass selbst die Klickraten auf deren Online-Präsenzen im freien Fall sind. Und was wirklich Spaß macht, wenn man in Spiegel Online oder diesen ganzen Seiten die Kommentarfunktion nochmal auf hat, die Kommentare, die da drin stehen von den Leuten, die machen richtig Freude. Das sind mittlerweile noch sehr wenige, die den Massenmedien recht geben. Aber über 90% geben richtig Kontra. Deswegen wird die Kommentarfunktion gar nicht mehr so häufig aufgeschaltet. Aber daran sieht man, da tut sich schon was. Ja. Und Hintergrund ist an der ganzen Sache natürlich, es geht um die Zukunft.
Es geht um die Zukunft der Welt, nicht um nicht weniger und nicht mehr. Ja? Und vielen Leuten ist überhaupt gar nicht klar, was passiert wäre, wenn tatsächlich Clinton gewonnen hätte, wenn der tiefe Staat hätte so weitermachen können. Weil da kamen momentan interessante Sachen kommen raus. Der Thomas Bachheimer auf seiner Seite bachheimer.com hat dort was gepostet, wo er sagt, okay, das unter Vorbehalt, er kennt denjenigen, der ihm das geschickt hat, sehr gut. Aber derjenige, also der hat mit einem Ex-Militär gesprochen und der hat ihm Folgendes gesagt. Ich lese das mal groß vor. Ja. Ich hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch mit einem pensionierten Bundesheeroberst aus Österreich. Dieser Oberst kennt viele amerikanische Insider und Militärs, darunter auch Geheimdienstmitarbeiter. Diese versicherten ihm, dass ein dritter Weltkrieg geplant war zwischen den USA und Russland. Europa sollte als Schlachtfeld mittendrin ausradiert werden. Das war früher auch schon bekannt. Man hat das immer wieder mal gehört. Es ging nicht darum, einen allgemeinen Atomkrieg zu entflisseln. Es ging wirklich um Europa. Und gar nicht so viel Atomwaffen, vielleicht auch gar keine. Darum ging es nicht. Aber Europa sollte ausgelöscht werden. Weiter sagt er, mit einer Präsidentin Hillary Clinton wäre dieser Krieg schon längst ausgebrochen. Man wollte folgendes Szenario inszenieren. Clinton verkaufte heimlich Uran an Russland. Ja, das wissen wir mittlerweile. Das wird sie wahrscheinlich auch noch teuer zu stehen kommen. Das ist die Uranium-One-Geschichte. Das ging über Kanada. Und die Clinton-Stiftung hat da sehr viel Geld wohl einkassiert auch dafür. Ja. Also dieses Uran, welches russische Geheimagenten, die wiederum dem tiefen Staat nahestehen, an den Iran weiterverkauft hätten. Auch im Iran gibt es US-Agenten, kommen wir noch drauf, die eine Atombombe gebaut und gegen die USA eingesetzt hätten. Das wiederum hätte der US-Regierung den Grund gegeben, gegen Iran und Russland loszuschlagen. Warum gegen Russland? Weil man russisches Uranium in der Bombe gefunden hätte. Man kann Uran von der Herkunft her eindeutig identifizieren. Ein perfider Plan, der bislang nicht aufging, da Donald Trump gewählt wurde. Trump sollte bei diesem Weltkriegsplan nicht mitspielen und versuchen, den Frieden zu sichern. Deshalb wird er in der kontrollierten Einheitspresse auch so niedergemacht. Das erklärt auch, warum seit einem gewissen Zeitpunkt X Russland in den Massenmedien der ganz böse Feind auf einmal wieder ist und Putin schon der große Diktator. Das passt absolut dazu. Und das hat dieser Mann gesagt bei bachheimer.com. Es gibt aber mittlerweile andere Quellen, die sagen, ja, dieser Plan hat so existiert. Ja, und das ist vielen überhaupt gar nicht klar, in was für einer Gefahr wir hier gestanden haben. Und wenn man sich die Reden von Clinton und Co. anhört, dann konnte man das eigentlich auch schon erahnen, dass das geplant war zwischen den Zeilen. Ja. Deswegen wundere ich mich immer, wenn die Leute hier immer noch vielleicht Clinton nachweinen, weil sie den Massenmedien hinterherlaufen. Wir sind da wirklich einer großen Gefahr entgangen und ich bin ziemlich sicher, dass es nicht mehr gelingen wird, diesen Krieg anzuzetteln. Das hängt auch damit zusammen, dass Trump und Putin wohl eine ziemlich gute Verbindung haben. Es ist immer wieder erfreulich oder schön, die Treffen anzuschauen und die Körpersprache zu beobachten. Ja? Auch gegenüber früher, wenn sich Obama mit Putin getroffen hat. Ja? Da sieht man schon viel. Und wir hatten ja letztes Jahr dieses Meeting zwischen den beiden, wo ja auch die Massenmedien, bevor dieses Meeting überhaupt schon angefangen hatte, unglaublich dagegen geschossen haben. Ganz schlimm und wie kann man mit dem Putin reden? Und danach wird es dann noch heftiger, weil es gab zwei Teile. Das eine war offiziell und das andere war nur Putin und Trump und Dolmetscher. Und darüber drang nichts nach außen, auch nicht bei den Beratern von Trump. Und das hat natürlich die Leute ganz stark gestört, aber da wurden die wichtigen Sachen besprochen. Ja. Und ich habe dann auch gesagt, früher hat man noch gejubelt, wenn die beiden Präsidenten der größten und mächtigsten Staaten dieser Welt miteinander reden und gut auskommen. Aber diesmal war es eine vollständige Katastrophe. Aber das liegt eben daran, dass auch Putin natürlich nicht mehr an diesem tiefen Staat dranhängt und auch überhaupt kein Interesse an diesem Krieg hat. Und wenn die beiden es nicht wollen, hat es der tiefe Staat natürlich extrem schwer. Deswegen wird da so ständig gegen die beiden geschossen. Ich meine, früher ging es immer nur gegen Putin, dann kam Trump, jetzt wissen sie gar nicht, wen sie mehr niedermachen sollen in den Massenmedien. Aber das wird teilweise auch nur noch lächerlich, auch mit der Russland-Geschichte. Das, diese ganze Sachen in England da mit diesem Giftgas und das ist alles mit diesem Agenten, wie heißt er noch gleich? Ja, ist egal. Das ist also nur noch lächerlich, das ist so absurd,
dass viele Menschen da auch nicht mehr mitgehen. Also das merkt man hier schon. Viele Leute, wenn man Leute fragt, die nicht unbedingt alternative Medien konsumieren, ist es so, dass sie Trump auch ganz furchtbar finden, ja. Aber bei Putin und Russland, da machen viele Leute diesen Schwenk nicht mit. Also das haben die Massenmedien nicht geschafft, die Mehrzahl der Deutschen gegen Russland aufzubringen. Das hat nicht funktioniert. Ja. Peter, ich habe vorgestern, vor ein paar Tagen in Facebook einen Posting gemacht und da wurde ich schon für angegriffen. Trump, ich werde gedrängt, Krieg zu führen. Schweizer Morgenpost. Ja, Leute reagieren, sobald man irgendwas mit Trump postet, sofort ganz aggressiv, ich sei rechts und so weiter. Die Medien haben da schon eine Vorarbeit geleistet. Einmal das. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, wenn man in den Medien schaut, wird nach wie vor mächtig geschürt. Wir haben vor kurzem noch den Leo Gabriel bei uns gehabt, internationaler Journalist, Ost-West und so weiter. Es ist ja nicht übersehbar, was in den Medien gemacht wird. Die Grenzen werden dementsprechend, also Bundeswehr wird ja auch oben im Osten an der Grenze zu Russland angesetzt oder Lettland oder Estland da oben. Es ist ja auch eine Gefahr. Letztendlich zumindest, was die Menschen hören, man möchte wirklich den Spalt, den Keil da richtig reinsetzen. Die Menschen sind mächtig manipuliert worden. Siehst du das nicht so? Ja, schon. Aber wie gesagt, ist die Frage, wie groß ist der Prozentsatz? Natürlich gibt es eine gewisse Anzahl, wenn wir jetzt hier in Deutschland bleiben, die gibt es aber auch in den USA, die natürlich voll auf der Linie der Massenmedien und dieser Dinge sind. Die gibt es. Ich kenne da auch ein paar von, aber nicht viele, ja, weil die wollen mit mir natürlich nicht mehr so viel zu tun haben. Dass natürlich alles, was nicht mehr Mainstream-Meinung ist, rechts ist, das ist das Narrativ. Ja, wenn man gegen Klimawandel ist, gegen den nicht den menschengemachten Klimawandel mitmachen will, dieses Narrativ, ist man rechts. Wenn man für Trump ist, ist man rechts. Es ist, aber es wird immer absurder. Ja, also mittlerweile ist der Meinungskorridor, der erlaubt ist, extrem eng geworden hier in Deutschland. Ich finde das teilweise erschreckend. Wir reden heute über Trump. Das wäre eine eigene Sendung. Aber ich denke, das Ganze wird demnächst auch auseinanderplatzen. Allerdings wahrscheinlich in Deutschland als letztes. Es gibt ja schon Länder, die böse geworden sind, die umgefallen sind, also sogar fast ganz Osteuropa, zumindest was die Migrationsthematik und andere Thematiken betrifft. Italien jetzt, ja. Wir sind halt noch in Deutschland, ähnlich wie in Frankreich und bis vor kurzem noch in England. Das wird sich jetzt aber, denke ich, gerade ändern. Im Einflussbereich dieser alten Hintergrundeliten des tiefen Staates und sind noch voll auf deren Agenda. Ja. Und die Menschen, die da mitgehen, die nehmen natürlich auch die Narrative auf. Und jeder, der sozusagen nicht der Meinung des Mainstreams ist, ist automatisch rechts, ist böse. Teilweise werden die Sachen aber sogar wie eine Religion aufgebaut. Also der Klimawandel ist als Religion aufgebaut worden. Das heißt, wenn ich Klimaleugner bin, bin ich ein Ketzer. Ja, und für diese Leute ist man das natürlich auch, wenn man Trump gut findet, dann kann man mit den Leuten eigentlich gar nicht mehr reden. Das ist aber gezielt gemacht, weil diese Leute teilweise die deutlich schlechteren Argumente haben. Also grenzen sie aus, beleidigen. Deswegen, also das ist aber eigentlich eine Reaktion, wenn ich kurz vor dem Ende stehe. Ja, dann muss ich so reagieren, wenn ich die Argumente nicht mehr habe. Das haben wir ja auch schon in der deutschen Politik gesehen, wenn ein Sigmar Gabriel einen Großteil der Wähler als Pack bezeichnet. Das sagt alles aus. Da braucht man gar nichts mehr dagegen zu sagen. Ich sage, diese Leute diskreditieren sich immer mehr selbst. Ja? Und es werden weniger, aber es wird natürlich immer eine gewisse Anzahl von Leuten geben, die weiterhin den Massenmedien und den Politikern hier glauben. Und dann natürlich auch solche Gegenpostings, wie du es erlebt hast, schreiben. Aber es werden, wie gesagt, viel weniger. Und das sieht man auch immer an den Kommentaren zu den Massenmedienartikeln, weil einfach vor ein paar Jahren war das noch 50-50, dass auch viele Leute da sind, die sozusagen den Massenmedien Recht gegeben haben in den Artikeln. Das hat sich deutlich gewandelt. Ja, lieber Peter,
Die Zuhörer, die jetzt hier auf den OkiTalk-Server kommen, werden heute in den Sprechraum reingezogen, weil wir ja heute eine interaktive Sendung haben. Und ich möchte noch mal kurz begrüßen hier den David, die Elfi ist gerade reingekommen, der Frankie, der Germane, Hibiska, der Jenne, der Marc und auch der Santaro. Wenn ihr euch einbringen wollt zum heutigen Thema mit Peter Denk, dann einfach den Button klicken kurz, dass wir sehen, wer reden möchte. Eine Frage wollen wir schon zulassen. Das ist der Marc und sagt guten Abend, Marc. Ja, guten Abend. Ich weiß noch genau den Trump-Wahl-Modus. Das waren verschiedene, die haben sich da mitgefreut. Das war der Christoph Sieber. Das war auch so ein Internet-Gigant, kann man ja nicht sagen, aber noch einer. Ich habe da getitelt im Blog bei mir auch. Wir haben ja gefeiert. Das war unglaublich. Gegen die gesamte medieneinhellige Meinung hat Trump gewonnen. Das war eigentlich eine Sensation und ich habe mich dafür auch eingesetzt. Es waren viele Internetianer dabei, ja. Ja. Peter, ruhig, ne? Wie gesagt, liebe Zuhörer, einfach, wenn ich hier oben sein möchte, wieder runterklicken in den Zuhörraum, dann kann ich das auch erkennen. Peter, und nochmal kurz zum Senderablauf. Du hast ja einige Fragen auch und du hast dich auch vorbereitet, so dass wir den Stoff heute durchbekommen natürlich. Und ja, Peter, dein Mikrofon. Genau. Ja, ich denke, was jetzt mal ganz interessant ist, also grundsätzlich, ich denke, was der tiefe Staat ist, muss man nicht groß erklären. Ich denke, die meisten Leute, die heute zuhören, dürften das wissen. Ja, es ist ja kein neues Phänomen. Ja, der Präsident Eisenhower hatte ja von dem militärisch-industriellen Komplex gewarnt, was ein Teil des tiefen Staates ist, der die Macht übernehmen würde, was dann auch passiert ist. Das sind auch Leute, die einfach seit Jahrzehnten in den Stellen der Macht sitzen, nicht in den offiziellen vorne, aber hinten dran und die auch nicht gewählt werden. Ja, und das Bankensystem ist natürlich ganz stark mit drin. John F. Kennedy, du hast es vorhin angesprochen, der meinte, da auch etwas gegen diesen tiefen Staat machen zu können. Das Ergebnis kennen wir. Ja, bei Trump ist das ein bisschen anders. Der Trump ist sehr, sehr gut geschützt. Ja, und es gab wohl auch schon Versuche, ihn um die Ecke zu bringen. Natürlich. Ja, er hat ja erstmal den Secret Service rausgeschmissen, weil er dem nicht vertraut hat. Er wird primär von Marines beschützt. Ja, und der entscheidende Punkt ist, dass er einen Großteil des Militärs hinter sich hat. Während früher oder lange Zeit erstmal die ganzen Dienste wie CIA, aber auch FBI waren ja gegen ihn. Ne? Und im Endeffekt hat aber gegenüber einer CIA das US-Militär den dickeren Knüppel, um es mal so zu sagen. Ja? Und beim FBI war ja dann auch interessant, das war eine relativ frühe Aktion von ihm, dass er den damaligen FBI-Chef Comey entfernt hat, was die Gegenseite so überhaupt nicht erwartet hatte. Ja, aber das musste er natürlich tun, weil im Endeffekt, ansonsten hat ihm das FBI immer wieder auf der Nase rumgetanzt. Das war also die erste innere Säuberung. Ja. Und außenpolitisch hat er auch einiges gemacht, was in den Massenmedien überhaupt nicht gewürdigt wird. Man kann eine gewisse Konstanz daran erkennen, zum Beispiel Nordkorea. Ja. Da hat man ja gesehen, erstmal hat man gedacht, da bricht jetzt gleich ein Krieg los. Da wurden ja härteste Worte ausgetauscht und ganz schlimm. Und auf einmal hat sich das gedreht. Ja, und haben die sich getroffen. Und dann war Friede, Freude, Eierkuchen. Da haben sie sich zwar nochmal getroffen, ohne Ergebnis. Das liegt wohl daran, dass noch nicht alle in Nordkorea auf der richtigen Linie sind. Aber Tatsache ist, das Thema Nordkorea ist mehr oder weniger beendet worden. Woran liegt das? Und man kommt nicht umhin, einfach diesen Konflikt im Hintergrund zu sehen, sonst versteht man diese Dinge nicht. Der tiefe Staat hat Agenten, wie das, wir es eben auch gehört haben, oder ganze Regierungen auf der ganzen Welt in seiner Hand. Ja, und mit diesen Regierungen kann er im Zweifelsfall dann auch einen Krieg anfangen und andere Dinge tun. Und bei Nordkorea war es halt so, dass der Kim Jong-un eine Marionette oder
wie soll ich sagen, er wurde jedenfalls vom tiefen Staat gesteuert. Das konnte man schon daran erkennen, dass er als Junge auf dem Schweizer Internat war und war da faktisch gar nicht geschützt. Da war nur ein weiterer da, der auf ihn aufgepasst hat, aber selbst wenn er vorher nicht irgendwie in der Obhut des tiefen Staates gewesen war, spätestens da hat sich die CIA dran gemacht. Aber man konnte es auch sehr gut erkennen an seinem Atom- und Raketenprogramm vor allen Dingen. Ja? Weil früher, weiß ich noch, hat Nordkorea ja keine gescheite Rakete hingebracht. Und auf einmal sind die Dinger richtig gut geflogen. Und das weiß man mittlerweile auch, weil die haben die Raketentriebwerke aus einer Fabrik in der Ukraine gekauft. Diese Fabrik in der Ukraine hat früher an Russland geliefert. Nun, da ist ja seit 2014 nicht mehr so gutes Verhältnis. Aber der entscheidende Punkt ist, diese ganze Ukraine-Sache ist 100% vom tiefen Staat gesteuert worden. Am Schluss war ja sogar der Schwiegersohn von Ex-Vizepräsident Biden, ne? Ist ja da Chef von dem größten Gasunternehmen geworden. Ja? Also sprich, wenn eine Raketenfabrik aus der Ukraine Raketentriebwerke an Nordkorea verkauft, dann ging das nur mit absoluter Zustimmung und wahrscheinlich auch Veranlassung des tiefen Staates. Ja? Und daran konnte man gut erkennen, dass Nordkorea und tiefer Staat zusammengearbeitet haben. Und dann kam Trump, aber viel wichtiger ist im Hintergrund natürlich Putin und vor allen Dingen China gewesen bei der ganzen Sache. Weil man konnte damals gut erkennen, man muss immer genau schauen, was die Leute sagen, auch was Trump sagt. Das ist nicht unüberlegt. Da ist jedes Wort teilweise ganz genau überlegt. Aber damals hatte China auch gesagt, wenn die USA Nordkorea angreifen, dann helfen wir Nordkorea. Wenn aber Nordkorea den ersten Schritt macht, dann werden wir Nordkorea nicht helfen. Und das war natürlich fatal für den tiefen Staat. Sie konnten über Nordkorea nichts mehr starten, weil dann wäre völlig klar gewesen, China hilft nicht und es geht immer darum, diesen Weltkrieg nochmal zu starten, den sie eben hätten starten wollen. Ja? Und so ist das mit Nordkorea umgedreht worden. Ja? Und aktuell haben wir das Thema Iran und da läuft die Chose wieder ganz genauso. Ja? Zuerst mal hat man ja diesen Atomvertrag mit Iran aufgekündigt. Warum hat man das gemacht? Und dieser Vertrag, das ist mittlerweile relativ klar, hat wenig mit Atom und viel mit Geld zu tun gehabt. Ja, man konnte das damals aus einer Äußerung von dem iranischen Außenamtssprecher konnte man das schon mal rauslesen, weil als die USA den Vertrag aufgekündigt haben und Europa so überlegt hat, was machen wir jetzt, hat der gesagt, die Europäer sollen sich gut überlegen, da wäre ja viel Geld geflossen damals. Angeblich waren es 5 Flugzeuge, angeblich waren es 1,7 Milliarden US-Dollar, die primär an Politiker geflossen sind in den USA und in Europa. Und ich denke, das war auch genau so. Primär bezahlt von den Konzernen, die dann die Geschäfte damit gemacht haben. Und die Regierung Rouhani hängt am tiefen Staat. Ja, der war federführend, da war er noch nicht Präsident, um diesen Vertrag auszuverhandeln. Und der Iran ist momentan, denke ich, Syrien ist gescheitert. Das war ja auch lange Zeit ein Feld, wo man versuchte, den Dritten Weltkrieg anzuzetteln, irgendwie mit irgendwelchen teilweise dann lächerlich organisierten Chemieangriffen von den angeblich Assad, wo dann die Opfer später in Interviews gesagt haben, das war alles Theater. Ja, das ist gescheitert und Iran ist jetzt so der letzte große Trumpf, den der tiefe Staat noch hat. Und jetzt erleben wir natürlich momentan hochinteressante Entwicklungen. Ja, da gibt es jetzt diese Öltanker, die auf einmal irgendwie von angeblichen iranischen Booten sabotiert worden sein sollen, wobei das wohl nicht wirklich direkt der tiefe Staat ist, weil das ist so merkwürdig. Und man sieht auch, dass selbst die Massenmedien bei uns da nicht voll drauf gehen und schon mal fragen, kann das sein? Wenn die Massmedien so reagieren, war das eigentlich nicht der tiefe Staat. Das war wahrscheinlich ein Versuch von Oman oder Saudi-Arabien, da irgendwas anzuzündeln. Ja? Deswegen bin ich eigentlich sehr guter Dinge. Also das ist nicht nur nicht Trump, der da keinen Krieg gegen den Iran will, den kann er auch überhaupt nicht brauchen momentan. Selbst wenn man mal alle Hintergrundgeschichten hinten weglassen würde, einen Krieg gegen den Iran kann er nicht brauchen. Ja.
Aber man versucht es natürlich irgendwie. Israel ist da noch eine wichtige Sache. Es war jetzt wohl so gewesen, dass ich glaube, dass man die Regierung Rouhani dem tiefen Staat schon einigermaßen entzogen hatte. Deswegen wurden ja die Töne versöhnlicher. Trump hat gesagt, wir wollen ja gar nicht das Regime wechseln. Ja, aber offensichtlich ist der Ayatollah Khamenei, der ist ja momentan derjenige, der da völlig dicht macht und sagt, nee, mit den Amis rede ich gar nicht. Dann war ja der japanische Präsident Abe bei ihm und wollte ihm eine Nachricht von Trump übergeben. Die hat er gar nicht angenommen. Passend sind dann die Öltanke auch interessanterweise in die Luft geflogen. Aber daran sieht man, dass der noch nicht aus den Händen des tiefen Staates raus ist. Deswegen wird uns das Thema Iran auch noch begleiten. Aber ich denke, das muss erst auch gelöst werden, weil erst wenn der Iran dem tiefen Staat entzogen wurde, dann kann von da auch keine Gefahr mehr kommen in Form einer Kriegsauslösung. Im Hintergrund, das muss man auch sehen, das ist keine Sache, die nur zwischen Iran und USA läuft. Im Hintergrund ist Russland da natürlich sehr extrem mitbeteiligt. Es gab jetzt ja auch eine Sicherheitsberaterkonferenz zwischen Russland, USA und ich glaube Israel. Also da laufen im Hintergrund momentan viele, viele Dinge, weil der Nahe Osten ist natürlich das Pulverfass, was entschärft werden muss, dass der tiefe Staat da nicht mehr Ärger machen kann. Und ich gehe davon aus, erst wenn das passiert ist, wird dann auch in den USA mehr mit Thema Verhaftungen, Anklagen und so weiter passieren, was die größeren Namen betrifft. Ja, das mal zur Außenpolitik. Ist ja auch interessant, was der Trump in seiner ersten Reise gemacht hat. Der ist ja nicht, wie soll ich sagen, erstmal auf einem politischen Weg gewesen, sondern hat die großen Weltreligionen besucht. Er war in Jerusalem, er war im Vatikan und er war dann in Saudi-Arabien. Nach Mekka haben sie ihn nicht gelassen. Das war auch schon mal ein deutliches Zeichen. Und man sollte sich mal die Rede, die er in Saudi-Arabien gehalten hat, die will ich jetzt hier nicht vorlesen, die ist im Internet übersetzt, die sollte man sich mal sehr gut durchlesen, weil da ist zwischen den Zeilen extrem viel zu lesen, wer da wirklich momentan der Gegner ist. Und das war nicht der Iran, das war erstmal Saudi-Arabien. Das hat man auch einigermaßen in den Griff bekommen. Ja, das ist aber vor allen Dingen natürlich eben der tiefe Staat, an denen ging diese Rede primär. Und an die Leute, die noch hinter dem tiefen Staat stecken. Da geht es dann noch weiter. Peter. Wir haben hier ganz viele Zuhörer. Ich würde sagen, wenn du sagst ein Zeitfenster, dann gehen wir in ein Zeitfenster. Und bitte, liebe Zuhörer hier im Sprechbereich, haltet euch ein bisschen kurz, weil Peter hat noch eine ganze Menge zu sagen. Peter, du sagst, wann wir das Zeitfenster öffnen, ja? Ja, ich würde sagen, ich habe jetzt mal ein bisschen über die Außenpolitik geredet. Man könnte natürlich noch Stunden darüber reden, aber wir wollen ja, wie gesagt, verschiedene Teile abhandeln. Deswegen würde ich jetzt sagen, wenn wir jetzt mal den außenpolitischen Block, wenn da Fragen kommen, dann können wir das jetzt gerne mal machen. Ja, da war auf jeden Fall der Armin ziemlich früh gibt dem Armin, der Germane heißt er hier, das Mikrofon. Und der Marc auch und der Frankie, wer war das? Der gute Nagayuna hat auch geflackert. Guten Abend, Armin. Hallo miteinander. Ich steige gleich ein und zwar bezüglich dieser ganzen Iran-Geschichte. Fallen ja immer wieder diese Äußerungen auf, die dann getätigt werden, auch jetzt ja von Trump, dass jetzt er meint, dass das jetzt da natürlich der Iran war, der diese Schiffe da beschossen hätte. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die ganze Verlegerei von Truppen an die russische Grenze. Mir fällt es sehr, sehr schwer, alles zu glauben, dass das nur Show ist, um diesen mutmaßlichen tiefen Staat irgendwie vielleicht im Zaum halten zu können. Mich würde interessieren, woher du deine Informationen hast. Sind das besondere Quellen oder ziehst du die so aus den freien Medien raus?
Ja gut, sagen wir es mal so. Es gibt verschiedene Quellen. Es gibt welche, die nur ich habe, die allerdings nicht unbedingt politischer Natur sind. Aber viele Sachen sind auch, es passieren ja viele Merkwürdigkeiten. Ja, und diese Merkwürdigkeiten lassen sich eigentlich nur erklären mit diesem Konflikt im Hintergrund. Ja, die Truppen an russischer Grenze, das ist natürlich noch eine tiefe Startaktion. Die ist ja schon lange, lange losgegangen, bevor Trump gewählt wurde. Ja, und das war die Vorbereitung für diesen Krieg in Europa, völlig klar. Allerdings, solange Trump und Putin gut miteinander auskommen, stören die auch erstmal nicht weiter. Und man muss es auch ganz klar sagen, die Bundeswehr hat da die Leitung momentan, da lacht sich Russland ja tot. Ja, das muss man halt auch mal sagen. Also das sehe ich als momentan nicht wirklich kritisch. Ja, das ist auch genauso im Iran. Der Trump poltert mal, aber das hat Hintergrund. Aber die eigentlichen Polterer im Iran sind die Neokons in seiner Regierung, nämlich Bolton und Außenminister Pompeo, die ja auch schon in Venezuela furchtbar gepoltert haben, was aber auch massiv in die Hose gegangen ist. Trump war da relativ still. Und im Verhältnis relativ still ist er auch beim Iran. Ja, die Polterer sind die Neokons. Die haben das immer so gemacht und die sind, denke ich, in der Regierung, weil er auch eine Reihe von solchen Leuten in der Regierung haben musste, dass ihm die Republikaner nicht abspenstig werden. Wie gesagt, man will ja vieles da auch auf legalem Wege und demokratischem Wege durchbringen und dazu braucht er halt die Republikaner. Ja. Deswegen hat er solche Leute wie ein Sicherheitsberater Bolton oder ein Außenminister Pompeo drin. Nur wenn sie es zu weit treiben, dann werden sie ausgetauscht oder wenn sozusagen sie ihren Job getan haben, dann ist es, wie soll ich sagen, an der Zeit, dann andere Leute reinzusetzen. Ja. Wichtig ist, dass es, da komme ich am Ende noch mal drauf, das ist, denke ich, für manchen etwas weit hergeholt, aber die Hintergründe dieses Konfliktes liegen nicht nur in der Dreidimensionalität der Erde und nur auf der Erde. Wir kommen am Schluss noch mal darauf zu sprechen, nicht umsonst hat der Trump was von Weltraumstreitkräften gesagt. Ja, und da gibt es noch ganz andere Hintergründe und ich habe auch einen sehr persönlichen Grund, weswegen ich sehr sicher bin, dass dieser Konflikt ganz andere Hintergründe hat, aber auch, und das ist die gute Nachricht, dass der tiefe Staat und die alten Hintergrundeliten nicht mehr durchkommen mit ihrer Agenda. Ja, das allerdings wahrscheinlich heute zu weit führen würde, das komplett auszuführen. Peter, wir werden sicherlich heute überziehen. Ich sehe das schon, weil wir mit dem Programm nicht durchkommen. Der Nagarjuna, bitte das Mikrofon für dich. Ja, hallo zusammen. Also Herr Denk, einmal dieser Aufmarsch an Russlands Grenze, der ist weiter intensiviert worden, seitdem Trump am Ruder ist. Dazu kommt, dass er die ganzen NATO-Mitgliedstaaten dazu drängt, ihre Militärausgaben auf 2% zu erhöhen. Es ist eine US-Militärbasis in Polen geplant. Es ist ein massiver Putschversuch in Venezuela im Gange. In Afghanistan werden die Truppen weiter aufgestockt. Mit China besteht Kriegsgefahr. Diese Friedensgeschichte mit Nordkorea sieht eher nach einer Eintagsfliege aus. Der INF-Vertrag für Europa ist gekündigt worden. Ein massiver, aggressiver Akt, den kein Vorgängerpräsident gemacht hat. Also da kommt man ja gar nicht mehr nach, wenn man das alles aufzählen will. In der EU wird wirtschaftlich wird die vollkommen blockiert, speziell Deutschland, indem gegen Nord Stream 2 agitiert wird, mit einem völlig unlukrativen Fracking-Gas als Alternative aus den USA. Was läuft noch? Innenpolitik in den USA. Dem Trump reicht 5G nicht. Er will 6G. Sie müssen sich mal ein paar hundert Wissenschaftler anhören, was die zu 5G sagen und was das mit der Gesundheit des Menschen macht. Da ist ganz klar eine Agenda dahinter, in der letztlich auch Mind Control und solche Geschichten stehen. Und da ist Trump einer der stärksten Befürworter überhaupt auf der Welt heute. Geoengineering, aus meiner Sicht das Top-Thema Nummer eins heute auf der Welt, weil es nämlich direkt unsere Lebensgrundlagen tangiert. Weiter intensiviert worden, seitdem Trump am Ruder ist.
Die nehmen nirgendwo ab, die ganzen Chemtrails und so weiter. Und das ist auch keine Verschwörungstheorie, aber das ist ein anderes Thema, da will ich jetzt nicht drauf einsteigen. Naturreservate in den USA, massiv verkleinert, freigegeben für Ausbeutung von Bodenschätzen, Zwangsimpfung, nichts gecancelt. GMO, vollkommen im Gange in den USA. In Russland ist es verboten. Und dann die Administration von Trump, da hat er am Anfang ein paar gute Leute gehabt, wie diesen General Michael Flynn. Und jetzt, er ist von Hardcore-Neokonservativen umgeben und er hat sich selbst mit diesen umgeben. Bolton, Pence, Pompeo, alles die allerschlimmsten Kriegsreiber. Und angesichts all dieser Fakten wollen Sie jetzt erzählen, Trump sei nicht im Bunde mit dem tiefen Staat? Ein Ernstes? Und zuletzt auch noch das, wenn Sie sich mal, das ist auch wieder ein anderes Thema, das sollte aber Okie Talk mal eine Sendung dazu machen, wenn Sie sich mal die führenden Jesuitismus-Experten anhören, wie Eric John Phelps mit 30 Büchern, das ist eine wandelnde Enzyklopädie, der Mann, der zeigt Ihnen in den stundenlängen Vortragen auf, wie Trump mit dem tiefen Staat zusammenhängt und mit Clinton. Das ist doch alles nur Fassade und was Sie hier zum Besten geben, ist die Beschreibung der Fassade. Und jetzt würde mich Ihre Antwort interessieren. Ja, das ist Ihre Ansicht. Ich könnte jetzt zu allen den Themen was sagen. Schauen Sie sich einfach mal die Bilder an, als Trump bei Franziskus ist, einem Jesuit. Das spricht Bände. Aber wie gesagt, was ich am Anfang schon gesagt habe, Trump ist eine Frontfigur. Sicherlich, was der im Bereich Fracking macht und so, gefällt mir auch nicht. Aber er kann auch nicht alles auf einmal machen. Ich habe vorhin gesagt, er muss verschiedene Sachen langsam machen und vor allen Dingen muss er erstmal den tiefen Staat im Ausland ausschalten. Das ist die entscheidende Sache. Ja, und so lange macht er halt an anderen Stellen weiter. Ja, aber mit Putin hat er ein hervorragendes Verhältnis. Das ist das ganz Entscheidende. Ja, deswegen. Persönlich mag er ja mit Putin vielleicht ein gutes Verhältnis haben, aber die Politik ist definitiv nicht im Sinne seiner ursprünglichen Ankündigungen. Und INF-Vertrag, wie gesagt, das ist keine Kleinigkeit. Das ist der primäre Garant des Friedens in Europa gewesen. Den hat er mal kurz aufgekündigt. Da gibt es doch keinen Zwang jetzt von irgendeinem tiefen Staat, das zu tun. Sie stellen das so dar, als würde er jetzt langsam die Maßnahmen des tiefen Staates zurückschrauben. Da sind doch aber einige Maßnahmen neu hinzugekommen, wie die Kündigungen des INF-Vertrages, wie das Drängen der NATO-Staaten auf 2% Militärausgaben erhöhen, wie der weitere Aufmarsch an Russlands Grenze. Truppen aus Syrien sind auch noch nicht abgezogen. Und Venezuela. Ich meine, da lachen alle führenden Analysten. Das ist ein derart offensichtlicher Putschversuch. Dann ist das Land geknebelt worden über Jahre mit ökonomischen Sanktionen. Was erzählen Sie denn? Ja, was mir auffällt, ist aber auch, ganz kurz, Peter, er hat aber auch was Gutes getan, was ein Präsident auch noch nicht geschafft hat. Das habe ich am Anfang der Sendung ja auch gesagt. Ein Präsident, der Pharma im Hintern getreten hat, der Bankenmafia in den Hintern getreten hat. Er hat auch jetzt nicht nur Schlechtes drauf. Ein Präsident, denke ich, der hat immer seine Leichen im Keller sitzen. Ich möchte jetzt nicht weder für oder gegen Donald Trump reden. Peter hat ja heute seine Analyse und die will er uns ja hier heute Abend präsentieren. Peter, dein Mikrofon. Natürlich, also gegenüber der Pharmaindustrie hat er schon einiges gemacht. Thema Impfungen und so weiter. Also da müssen Sie sich mal etwas besser informieren. Ja. Thema Chemtrails, ja, das ist ein Thema. Aber Kinderschändung und das Rituale. Ist das ganz Entscheidende, da kommen wir noch dazu. Ja. Tatsache ist, Venezuela ist glorios gescheitert und wie gesagt, Trump war da relativ wenig, das waren so Neokons, aber sie müssen halt mal ein bisschen hinter die offiziellen, offensichtlichen Sachen schauen. Ja, weil er führt momentan die Neokons gnadenlos vor. Und wie gesagt, das ist auch nicht Trump, das sind die Leute hinter Trump. Ja, die werden gnadenlos vorgeführt. Und zwar so, dass es teilweise die Massenmedien nicht mehr das mitgehen können wie früher, ja, weil es so lächerlich ist. Venezuela ist gegessen, das Ding. Ja, das hat früher noch gut funktioniert, einen zweitklassigen Oppositionspolitiker zum großen oppositionellen Führer aufzubauen. Übrigens war dieser Herr auch in den Revolutionskursen von Canvas dabei, das kann man nachweisen. Das Ding ist in die Hose gegangen. Venezuela redet keiner mehr drüber. Das Ding ist durch. Ja, er wollte die Truppen aus Syrien abziehen. Natürlich gibt es eine Gegenseite, die ihm da momentan noch Ärger macht. Ja, aber trotzdem ist Syrien eigentlich durch das Thema. Ja, interessant war ja auch damals,
als dieser in Syrien dieser angebliche Chemiewaffenangriff war, hat Trump ja, da haben wir ja das einzige Mal, wo die Massenmedien gejubelt haben, mit jeder Menge Cruise-Missiles geantwortet. Ja, nur die haben praktisch keinen Schaden angerichtet. Ja, und ich denke, damit konnte er den Militärs deutlich zeigen, das war mit Sicherheit mit Russland abgesprochen, ihr könnt da jetzt nichts mehr machen, weil Russland ist in der elektronischen Kriegsführung haushoch den Amerikanern überlegen. Das hat auch schon die NATO zugegeben. Thema NATO, 2%. Also wir wissen alle, dass Trump am Anfang gesagt hat, die NATO ist obsolet. Und das hat er auch nicht aufgegeben. Alles, was momentan in Europa passiert, und mir gefällt das auch nicht, dass er gegen Nord Stream 2 ist. Aber da muss man sehen, es geht gegen Deutschland. Das hat er auch relativ deutlich gemacht. Wenn Merkel jetzt ja ganz extrem zuletzt, wo er ja sogar die Blumen wegnehmen lassen, aber auch als Merkel da war, als Macron da war. Man muss die Körpersprache, man muss die ganzen Sachen sich anschauen. Merkel und Macron stehen auf der Liste, die müssen weg. Und momentan macht er alles oder macht die Trump-Allianz alles dafür, dass die verschwinden. Die May ist weg. Das Thema ist durch. Ja. Und die Liste ist, die nächste wird Merkel sein und dann wird Macron kommen. Genauso steht der Iran auf einer Liste von Q und dann kommt Deutschland dran, weil Deutschland ist ganz entscheidend. Und so muss man das sehen. Und die 2% für die NATO, das wird wahrscheinlich genau das sein, was der NATO das Genick brechen wird, weil das werden die Länder, noch können sie es, aber warten wir, machen wir ein Jahr, wie wir dann wirtschaftlich und finanziell dastehen, wird das nicht mehr gehen. Was er mit der Türkei, was da passiert ist. Die Türkei ist nach der amerikanischen Armee die zweitgrößte NATO-Armee. Die Türkei ist kurz davor, aus der NATO auszutreten. Die EU ist am Zerbrechen. Das konnte man an Aussagen von dem Salvini, von Macron, aber auch von George Soros erkennen, der in der Financial Times rumgeweint hat vor ein paar Wochen, dass die EU das Schicksal der Sowjetunion erleiden könnte. Also ein hochinteressanter Vergleich. Wir gehen absolut in turbulente Zeiten, das ist gar keine Frage. Aber ein großer Krieg ist da nicht mit drin. Das wollte der tiefe Staat. Aber es wird natürlich, viel sich verändern, definitiv. Ja, da sind jetzt bestimmt viele Wortmeldungen. Ich möchte wieder eine andere Stimme hören. Mal gucken, wer war denn da noch da? Der Marc, den haben wir schon heute gehört. Marc, noch Geduld. Noch jemand da, der was sagen möchte? Santaro hat viel geschrieben. Santaro, guten Abend. Bist du da? Gut, dann, ja, Santaro, guten Abend. Das Mikrofon für dich. Ja, schönen guten Abend an euch alle. Schön, dass du dabei bist, Peter. Ich verfolge dich gerne, wenn du mit dem Manu zusammen in einer Unterhaltung bist. Und ja, ich kann dir nur zustimmen. Also du erkennst es so wie ich, mit ganz offenen Augen und einem gesunden Menschenverstand. Das finde ich prima und klasse, wie du das auch darstellen kannst. Freue mich immer wieder, dich dann zu hören. Und ich verstehe natürlich auch, dass die Menschen ja diesen Durchblick noch nicht haben, was da wirklich im Hintergrund um Trump herum passiert. Und das ist ganz schwierig, das den Menschen beizubringen. Also ich selbst probiere es dann auch, den Menschen halt näher zu bringen, die um mich herum sind. Und ich kann sagen, das ist wirklich schwierig. Und ich fordere jeden Menschen auf, sich selber mal ein bisschen schlau zu machen, was für Strategien der Trump da eigentlich fährt, wer dahinter steckt. Und ja, das ist sehr, sehr spannend, wenn man dann selber zu den Erkenntnissen kommt, als das zu hören, was wir zu erzählen hätten oder haben, weil die meisten da doch nicht konform gehen. Und ich finde es super, dass du deinen Versuch startest, hier die Menschen aufzuklären, und weiter so. Dankeschön. Peter, Musikpause, oder möchtest du noch ausführen? Ja, ich denke, jetzt wäre mal eine kurze Musikpause angesagt. Ja, vielleicht will ich dazu sagen, was die Stücke, die wir heute spielen, haben alle irgendwas mit mir zu tun. Beim ersten bin ich selbst beteiligt, in der Band spiele ich. Ja, dann sage ich mal Musik ab für den ersten Song, und das heißt Magic Sound Big Band, Mr. Boy Angels. Ich bin kein guter DJ, das weiß man mittlerweile, ich bemühe mich immer, aber jetzt hören wir mal rein und Musik ab, bis gleich. Und zurück sind wir wieder, Peter Denk, Musiker, ja, und Referent, Autor. Mit der Homepage krisenrat.info, und ich überreiche direkt Peter Denk das Mikrofon. So, dann können wir nämlich mal kurz
auf den Titel, den ich eigentlich da jetzt erst als ersten spielen wollte. Das war nämlich keiner von uns, sondern das war eigentlich ein Titel von Avicii, For a Better Day. Hat leider mit YouTube nicht ganz geklappt, aber jeder, der ihn noch nicht kennt, der sollte in YouTube mal Avicii, For a Better Day eingeben und sich diesen Titel einmal anschauen. Avicii hat sich ja letztes Jahr angeblich umgebracht. Ich denke, dieses Video hat nicht unmittelbar was damit zu tun, aber vielleicht hat er ein neues Video dieser Art geplant. Weil dort wird relativ gut gezeigt, was momentan an der US-mexikanischen Grenze seit Jahren vor sich geht. Da werden nämlich massiv Kinder für gewisse Kreise geschmuggelt. Ja? Und das ist einer der Gründe, warum diese mexikanische Grenze auch dicht gemacht werden muss. Ja? Und damit kommen wir zu den sehr unangenehmen Dingen, die seit Jahrzehnten durch den tiefen Staat und deren Anhänger passieren. Ja? Und das ist dieser Sumpf, der ausgetrocknet werden soll und wo auch schon ganz aktuell viel passiert ist, nämlich Kindesmissbrauch in hohen Kreisen bis hin zur Ermordung von Kindern. Und wir haben ganz aktuell eine Meldung, dass jetzt durch die Operation Broken Heart 1700 verdächtige Pädophile zumindest in Untersuchung gekommen sind. Und auch, wenn man die Statistiken schaut, die Verhaftungen und Anklagen für Kindesmissbrauch und andere Dinge sind seit Trump Präsident ist absolut explodiert gegenüber dem, was bei vorherigen Präsidenten passiert ist. Und das ist leider ein sehr dunkles, ein sehr offenes Geheimnis. Thema auch Pizzagate, das ist keinesfalls Verschwörungstheorie, da ist leider sehr, sehr viel Wahrheit hintendran. In Hollywood, im Popsektor, und es reden momentan auch immer mehr sehr bekannte Leute, was da passiert. Ja, und das ging von Justin Timberlake, das ist von Keanu Reeves, der Schauspieler, der Kevin allein zu Hause gespielt hat, hat im französischen Radio mal einiges dazu gesagt. Das war sogar auf allen Webseiten. Nach 2 Stunden war es wieder weg. Diese Dinge passieren. Und da hat sich Trump und vor allen Dingen die Trump-Allianz zur Aufgabe gemacht, das abzustellen. Das passiert übrigens bei weitem nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Das sind ganz schlimme Dinge. Wir hatten damals den Trudeau-Fall, wo Trudeau verhaftet wurde, aber wo jeder, der weiter geforscht hat, wer die Kinder bekommen hat von Trudeau, wurde ganz schnell abgewürgt. Es gab im Rahmen der Trudeau-Geschichte eine Vielzahl von Zeugen, Morden an Zeugen. Da konnte man schon sehen, dass auch hier in Europa ab einer gewissen Grenze Schluss ist. Und das ist was, was die Trump-Allianz aufdecken will. Das kann man aber natürlich auch nicht von heute auf morgen machen. Man muss das sauber machen, muss die Leute langsam ranführen. Aber da sieht man schon eben an dieser Operation Broken Heart, dass da einiges passiert. Die ganz großen Namen haben wir noch nicht, außer dem Herrn Epstein und dem Weinstein, die schon verhaftet wurden. Der Herr Epstein hatte ja auch eine Insel, wo Clinton über 20 Mal hingeflogen ist, wo ja Frauen und Kinder befreit wurden. Also es tut sich schon was, aber da wird sich noch viel mehr tun. Und das sind die Dinge, von denen viele Leute überhaupt nichts wissen oder es nicht wahrhaben wollen. Aber das ist ein Teil, der auch aufgeräumt wird. Es ist die Frage, ob da alles jemals rauskommen wird, weil da werden teilweise so schlimme Dinge würden da rauskommen, das würden die Leute, glaube ich, gar nicht mitmachen. Tatsache ist aber, da wird jetzt auch immer gesagt, ja, es gibt momentan über 100.000 versiegelte Anklagen. Das ist Fact. Das kann jeder nachprüfen, weil jedes Gericht, wo die hinterlegt sind, hat das auf seiner Webseite, wie viel hinterlegt sind. Und das ist massiv explodiert, seit Trump Präsident ist. Das ging Mitte 2017 los. Während früher versiegelte Anklagen gab es schon immer. Das macht man üblicherweise, wenn man genug zusammen hat, jemanden anzuklagen, aber vielleicht noch nicht Leute vorwarnen will oder andere Beweise noch suchen will, aber Fristen einhalten will.
unter früheren Präsidenten war das maximal 1.000 pro Jahr in allen Gerichten. Momentan haben wir 100.000. Jetzt sagen natürlich viele Leute, ja, die liegen da halt, aber es passiert ja nichts. Nicht? Aber wie gesagt, es ist ein Plan, der abläuft. Und diese Anklagen werden rauskommen. Und was Trump auch gemacht hat, was man auch nachweisen kann, was man anschauen kann, ist, dass er Orders rausgegeben hat, Presidential Executive Orders, dass Zivilpersonen vor Militärgerichten angeklagt werden können. Und das ist, auf was wir alle warten. Da ist noch nicht viel passiert, aber das muss halt vorbereitet sein, aber das wird kommen. Und dann werden diese Dinge, denke ich, auch zumindest teilweise in die Öffentlichkeit kommen und die Leute werden sich nicht für möglich halten, was da alles im Hintergrund passiert ist seit Jahren und Jahrzehnten. Und das Dritte, was wir auch sehen können, was auch nachweislich ist, was auch 2017 losgegangen ist, eine Vielzahl von Vorstandsvorsitzenden von größten Konzernen ist zurückgetreten worden. Der Audi-Chef ist ins Gefängnis gekommen und. Das ist auch kein Zufall. Es ist auch absolut einmalig, diese Zunahme an Rücktritten, das ist auch kein Zufall, weil diese ganzen Leute natürlich in diesen Sachen auch verstrickt sind. Das heißt, es passiert schon einiges auch in dem Bereich, aber natürlich erfährt man in den Massenmedien darüber praktisch nichts, was ja kein Zufall ist. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, die Massenmedien sind zu fast 100% in der Hand des tiefen Staates, was momentan auffällig ist, gerade wenn man im Bereich alternativen Medien unterwegs ist und versucht, auf Facebook oder YouTube oder Twitter irgendwas nicht dem Mainstream entsprechendes unterzubringen. Da geht man momentan richtig heftig gegen vor. Google und YouTube, ist ja eine Google-Tochter, hat neue Richtlinien rausgebracht. Sie zensieren gnadenlos, sie löschen ganze Kanäle ohne Vorankündigung. Und das sind nicht irgendwelche Hassreden, sondern das ist wirklich nur politisch oder sagen wir mal alternative Meinungen. Aber das ist meiner Ansicht nach auch ein klares Zeichen dafür, dass dem tiefen Staat alle Pelle wegschwimmen, weil sie lassen die hässliche Maske gnadenlos fallen, was erstmal ärgerlich ist für die Leute, die einen YouTube-Kanal haben oder versuchen in Facebook noch irgendwas zu posten, aber die großen Unternehmen der USA wie Google, wie Facebook sind natürlich auch noch in der Hand des tiefen Staates. Sie haben es aber nie ganz in den Griff gekriegt und ich denke, sie werden es auch nicht mehr in den Griff kriegen. Ja, gibt es da Fragen von eurer Seite her, liebe Zuhörer? Da ist, nochmal Nara Junior und auch der Marc möchte was sagen. Bitte. Also ich zuerst. Also meines Erachtens ist Trump nichts weiter als ein Ventil, ein notwendiges Ventil. Ich war übrigens am Anfang auch froh über den Sieg von Trump und halte ihn immer noch für eine bessere Wahl als Clinton. Aber insgesamt hat er im Prinzip eine Ventilfunktion. Weil so viel hochgekommen ist in den letzten Jahren, auch was diese pädophilen Netzwerke angeht und. Das ist eine solche Figur bedurfte, um die aufwachende Bevölkerung zu beschwichtigen. Dazu kommt, dass diese Rechts-Links-Spaltung immer schon ein hervorragendes Ablenkungsmittel war. Ich bringe mal ein Zitat von dem Gouverneur der Bank of England, Montagu Norman, der war 25 Jahre lang der Gouverneur, vor der Bankersvereinigung in New York 1924. Und da sagt er, durch die Aufspaltung der Wähler in das politische Parteiensystem können wir sie dazu bringen, ihre Energie für Kämpfe aufzubrauchen, für Fragen, die keinerlei Bedeutung haben. Und genau so ist es. Und all diese Faktoren, die ich am Anfang genannt habe, sie sind zum Beispiel auch gar nicht zu sprechen gekommen auf den INF-Vertrag, der extrem wichtig ist. Es gab keinerlei Veranlassung für Trump, den zu kündigen. Keinerlei Veranlassung. Ja, oder auch diese weitere Aufrüstung an Russlands Grenze und so weiter. Also das funktioniert nicht mit dieser Deutung, dass er so langsam den tiefen Staat zurückschraubt. Er ist eine Figur, die jetzt nötig ist, um eine Beschwichtigung auszuüben. Und wenn Sie dann, wie gesagt, auf so Experten wie Eric Phelps mal zuhören, das sind ein paar Stunden Vorträge, die er dazu gibt, zeigt ganz eindeutig, wie Trump mit dem tiefen Staat zusammenhängt. Genauso wie Clinton. Und letztlich Vatikan und Jesuiten dahinter. Ja,
Das mag auch noch alles sein. Also ich sage auch eins, wenn Trump scheitert, ist das nicht das Scheitern des der tiefe Staat wird nicht mehr gewinnen. Aber das hat Gründe, die hängen nicht auf dieser Erde. Punkt. Das ist für viele jetzt schwerer Tobak, aber da kann ich aus verschiedenen sehr persönlichen Erfahrungen und Wissen sagen, das wird nicht mehr zugelassen werden. Trump hat die Möglichkeit, beziehungsweise Trump, ich habe vorhin schon gesagt, Trump ist eine Marionette. Trump ist nicht derjenige, der da irgendwas groß bestimmt. Das, nur, dass er nicht mehr am tiefen Staat hängt, sondern an jemand anders. Aber es ist nicht garantiert, dass er gewinnt. Keine Frage. Weil der tiefe Staat ist mächtig und er versucht alles. Allerdings hat der Trump extrem gute Unterstützung. Und ich kann aus meiner persönlichen Sicht, aber das kann ich nur schwer rüberbringen, sagen, dass ich zu 100% überzeugt bin, dass dieser Kampf gegen den tiefen Staat, dass der gewonnen werden wird. Das ist schon durch, aber auf ganz anderen Ebenen. Und ob Trump das schaffen wird oder nicht, werden wir sehen. Wird viel zu wenig über Putin bei der ganzen Sache geredet. Putin ist mindestens genauso wichtig. Ja? Putin hätte tot sein müssen. Putin hatte schwer Krebs. Und das weiß ich, weil ich jemand kenne, der Kontakt ist leider nicht mehr da. Die Person kennt Putin persönlich und ist sehr nah an den mächtigen Kreisen in Russland dran, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja. Im Frühjahr 2015 hätte Putin eigentlich sterben sollen, aber er wurde geheilt. Er war eine Woche lang weg. Bis dato war sein Doppelgänger primär zu sehen. Den konnte man auch ganz gut erkennen. Und danach hat auch Putin angefangen. Bis dahin war er nämlich immer noch zum Teil am tiefen Staat drangehangen, nicht mehr so richtig. Danach hat er sich völlig befreit. Danach hat er auch angefangen, in Syrien ganz andere Dinge zu tun. Und Russland ist eigentlich der wichtigere Faktor in dem Kampf gegen den tiefen Staat. China ist momentan noch ein bisschen wackelig. Deswegen passieren momentan auch diese Sanktionen. Aber interessant ist, wir haben vorhin das Thema 5G gehört. Es ist nicht so, dass Trump 100% für 5G ist. Er hat mal gesagt, ja, 5G ist toll und ich will 6G haben. 5G, ich kenne natürlich sehr wohl die Aussagen über 5G. Ich habe da auch ausführlich in meinen Publikationen drüber geschrieben. Da wird momentan aber auch einiges durcheinander geworfen. 5G ist definitiv, also 5G Mobilfunk ist die Grundlage für die neue Weltordnung, keine Frage. Denn damit kann ich jeden Menschen jederzeit verfolgen. Diese Strahlungsgeschichten, die werden komplett überzogen. Wäre jetzt hier zu weit auszuführen. Nichtsdestotrotz ist 5G natürlich eine Gefahr für die Menschen. Aber was interessant ist, Trump hat Huawei komplett geblockt weltweit. Ja? Und Huawei ist der größte Ausrüster für 5G-Technologie weltweit. Die haben die meisten Patente und viele Länder haben bei Huawei eigentlich, oder die Telcos bei den Ländern haben bei Huawei Komponenten bestellt, um ihre 5G-Netze aufzubauen. Und dieses Embargo wird 5G nicht verhindern, aber momentan massiv verlangsamen. Natürlich gibt es andere Hersteller wie Nokia und Alcatel, die auch Komponenten bauen, aber die können bei weitem nicht den Teil von Huawei, der eigentlich geplant war, von vielen Ländern auffangen. Da müssen sie neue, mehr Kapazitäten aufbauen und, und. Das heißt, gesagt hat der Trump das, aber wie gesagt auch nicht ständig, sondern mal. Aber die Aktion, die momentan da läuft, bremst 5G aus. Ja? Und man muss immer ein bisschen schauen, was passiert und was wird gesagt. Und nicht alles, was nach außen hin so aussieht, hat unter Umständen auch die Wirkung. Und das ist auch das Thema mit dem ENF-Vertrag. Natürlich ist es erstmal aus meiner Sicht auch übel, wenn so ein Vertrag gekündigt wird. Aber bei fast allen Aktionen bisher hat sich immer gezeigt, wenn man im Hintergrund geschaut hat, dass das eine ganz andere Wirkung hat und auch einen ganz anderen Hintergrund hat. Ja, deswegen müssen wir da auch abwarten. Und wie gesagt, ich finde auch nicht alles toll, was Trump macht. Die Fracking-Geschichte finde ich eine Katastrophe. Aber wie gesagt, er kann auch nicht alle Baustellen auf einmal machen. Und in einigen Bereichen muss er, denke ich, auch erstmal noch so weiterfahren wie bisher. Ja.
Danke. Der Mark und dann der Jenne und dann gehen wir weiter zu deinem nächsten Kapitel, Peter. Mark, guten Abend. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Es ist ja eigentlich auch so, es ist ja ein Tiefenstaatenchaos. Das ist ja eine Interessengemengenlage, dass wir eine Ordnung haben sehen wollen mit Trump. Und der hängt natürlich an den großen Familien mit dran, die die Weltgeschicke auch mit leiten. Was mich zu einer anderen Frage führt, weil man redet ja über gewisse Sachen nicht. Genauso wie bei Verfassungsdebatten, man lässt gewisse Zeitfragen des Einsteinschen Theorieerkenntnisses weg, dass interdimensional, sage ich mal, verschiedene Schichten der Verfassungen gelten, genauso wie das Leben in den Tiefen des Termitenbaus der Menschheit noch leben. Da hätte ich gerne mal gewusst, wo Peter Denk sich beheimatet fühlt, politisch eine Verfassung für sich anzuerkennen. Welche Grundlage ist für ihn wichtig? Die Lissabon-Verträge, Grundgesetz oder irgendeine Verfassung der Vergangenheit? Ja gut, das ist natürlich ein ganz eigenes Thema. Also die Verträge von Lissabon, das ist relativ einfach. Das ist ja eigentlich die EU-Verfassung, die so nicht durchgekommen ist. Deswegen hat man so umbenannt, ein bisschen in verschiedene Bücher gepackt und dann als Vertrag von Lissabon uns untergeschoben. Ja, das ist relativ offensichtlich gewesen. Das Grundgesetz war sicherlich, ich halte es für gar nicht so schlecht. Es wird natürlich genau aus dem Grund massiv gebrochen momentan von unserer Bundesregierung. Das ist das Problem. Ja, das Grundgesetz hat man aufgrund der schlechten Erfahrung und natürlich aber auch mit ordentlich Unterstützung der USA, die damals aber auch noch nicht ganz so tiefe Staat verseucht waren. Der tiefe Staat ist natürlich schon deutlich älter, er nannte sich nicht so früher, aber spätestens seit der Gründung der FED ist die USA eigentlich im Würgegriff dieser Leute. Wurde zumindest teilweise recht gut gemacht. Aber ich denke, es geht zu kurz momentan, sich auf Gesetze oder Verfassungen zu beziehen, weil über was die Veränderungen, über die wir jetzt reden, die sind viel, viel größer, als dass es rein politisch bleiben würde. Ja, wir sehen momentan, das ist auch eine spannende Sache, so ein Nebenaspekt, dass ja auch der Vatikan in massives, schwieriges Fahrwasser kommt. Weil auch da kommen ja auf einmal seit jetzt einigen Jahren diese pädophilen Geschichten immer höher und höher. Die Nummer drei des Vatikans, der Chef der Finanzen, ist in Australien in Haft deswegen. Franziskus wurde ins Amt gehievt. Da ist mittlerweile durch WikiLeaks ja auch rausgekommen, dass Clinton und Obama da ordentlich nachgeholfen haben, wobei das natürlich nicht Clinton und Obama waren, sondern die Leute hinten dran. Aber Franziskus ist nicht freiwillig zurückgetreten. Und dass es Bergoglio werden würde, das konnte man 3 Wochen vorher schon in einem US-Forum lesen, wo einer geschrieben hat, und das ist nachweislich 3 Wochen vorher gewesen, der sagte, ich habe gute Kontakte in Vatikan und der wird es und er soll auch der letzte Papst werden. Also da sehen wir auch die religiösen Sachen, da wird auch einiges passieren. Die Hintergründe davon liegen natürlich nicht nur auf dieser Erde. Der Punkt ist, es gab ein Ultimatum auf einer ganz anderen Ebene, weil hinter diesem Hintergrund der Lebende tiefen Staat stehen wieder Wesen, die nicht dreidimensional sind. Da gibt es viele Namen für, da will ich jetzt gar nicht tief reingehen. Manche nennen es Außerirdische, Archonten, Dämonen, wie auch immer. Das ist aber ein ganz anderes Thema, ein sehr ausführliches Thema. Damit überfordert man jetzt vielleicht auch so manche Leute. Aber es gab ein Ultimatum in 2017, wobei da die Zeit nicht ganz so eine Rolle spielt wie hier. Und da wurde diesen Herrschaften, beziehungsweise den Herrschaften hinter den Herrschaften, von einer sehr großen Macht sehr deutlich gesagt, dass sie jetzt nur noch ganz wenig Zeit haben, den Laden hier auf der Erde wieder in Ordnung zu bringen, weil es nicht so gelaufen ist, wie das eigentlich geplant war für die Erde und die Menschheit. Und dann haben eben welche, die es verstanden haben, angefangen, das umzusetzen und andere wollen es nicht wahrhaben. Das ist auf einer ganz anderen Ebene einer der Hintergründe, warum diese Veränderungen jetzt passieren. Und es ist keine Sache, das will ich auch ganz klar sagen. Ich erwarte nicht,
dass wir jetzt eine gute Zeit haben die nächsten Jahre und alles Friede, Freude, Eierkuchen sein wird. Es wird sehr, sehr holprig werden. Ja. In verschiedener Hinsicht. Ja, Peter, danke. Es sind viele Mikrofone, die aufgehen wollen. Wir können nicht alles reinnehmen. Der Peter wird vielleicht heute noch auch nach 23 Uhr vielleicht noch im internen Bereich noch da sein. Ich weiß nicht, wie seine Zeit heute da ist. Jenne habe ich angekündigt. Jenne, dein Mikrofon. Ja, danke schön und hallo an alle Zuhörer. Also diese Ausführung finde ich schon mal sehr klasse und auch aufzeigend. Und natürlich ist das für alle sehr verwirrend, was da passiert. Und wenn man sich diese ganze Geschichte anguckt, das geht ja nicht nur hier Deutschland, Amerika, Venezuela, es ist ja die ganze Welt, wo damit verstrickt ist. Und ich habe mal im Bericht gelesen, dass es eben halt darum geht, also auf den Busch klopfen. Und weil das ja so versteckt alles ist, die Richtigen eben halt dann aus ihren Verstecken zu locken, um so dann auch agieren zu können. Man kann ja gar nicht überall auf einmal sein, weil es ist ja in den letzten, nehmen wir nur die letzten 70 Jahre, ne, wo sich das aufgetan hat. Ne, was da alles aufgebaut worden ist. Ne, denn bräuchte man ja 70 Armeen, um das zu machen. Aber was man sehen kann, ist ja, dass die alle fleißig selber an ihren eigenen Ast, auf dem sie sitzen, sägen. Und viele haben schon zu weit gesägt und sind hinabgefallen. Und dass das ein Mensch in einer Legislaturperiode schaffen kann, das alles so zu machen, das kann ja gar nicht funktionieren, ne? Wenn das jetzt schon 70 Jahre so läuft. Und es geht ja noch länger. Aber ne, der Bericht schien schon sehr glaubwürdig eben halt, weil auf den Busch geklopft wird und so wird agiert. Und wenn wir die letzten Jahre jetzt zurückgucken, wo sie eben halt schon immer den sogenannten Dritten Weltkrieg ausführen wollten, wo sie eben halt Flugzeuge abstürzen lassen haben, abgeschossen haben, welche Aktionen sie auch immer gemacht haben, es wurde ja immer nur, also die Aktion ist gekommen und dann wurde aufgezeigt, wer dahinter steckt. Und keiner geht mehr drauf hin. Ihr müsst euch mal vorstellen, da ist immer nur eine Seite gewesen, die ganze Welt ausgespielt. Ja, und die ganze Welt ist immer drauf eingegangen. Oder die einzelnen Länder sind dann angefangen und so konnten sie ihr Teile und Herrsche, heißt ja dieses Spiel, was sie immer gemacht haben. Und das funktionierte bis dato ja immer, bloß seit den letzten Jahren nicht mehr, wo diese Aufklärung eben halt passiert ist. Ich nenne sie immer diese Menschenfreunde, die das ermöglicht haben, ganzen geheimen Dokumente an die Öffentlichkeit zu tragen, ne? WikiLeaks, Assange mit den ganzen Daten, die dann veröffentlicht wurde, wo denn ja die ganze Menschheit auf einmal blicken konnte, ja, und das Internet hat da dann natürlich mitgespielt, obwohl sie es so nicht wollten. Und ja, und so ist das alles so zusammengekommen. Und ja, ne, da nehme ich gerne dann noch den Appell von Andreas Popp, ne, mit Ruhe durch den Sturm. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp, den ich so dann noch geben kann. Danke, Jenne. Das wär's. Danke, Jenne. Und der Santaro hatte auch noch was geschrieben. Vielleicht siehst du das auch, Peter. Kannst du mal links im Chatbereich reinschauen. Peter, dein Mikrofon. Okay, ich gucke gerade jetzt. Oder vielleicht sagt das auch selber. Santaro, magst du das schon mal selbst äußern? Bitte, dein Mikrofon, Santaro. Ja, also wie das wohl hoffentlich jeder lesen kann im Chat, habe ich mal ein paar wichtige Hintergrundinformationsquellen angegeben. Das sind nicht alle, wo ich mich informiere, aber es sind so die gängigsten, wo auch insgesamt gesehen wahrscheinlich so ungefähr 3 Millionen Menschen da auch ständig hinterher sind hinter diesen neuen Informationen. Also ein kleiner Appell an die anderen, die das noch ein bisschen als unglaubwürdig wahrnehmen, sich selber einfach mal schlau machen, selber recherchieren und dann den eigenen Verstand mal nutzen. Bitteschön. Peter, dein Mikrofon und Frankie, die nächste Pause, Sprechpause, gebt dann an dich das Mikrofon. Peter, dein Mikrofon. Ja, vielen Dank für die Hinweise. Genau, also es ist natürlich nicht so, dass nur ich jetzt hier sowas erzählen würde, sondern es gibt viele Leute, die hervorragend nachforschen. Da kommt es eigentlich ein ganz guter Moment, mal auf das Phänomen Q einzugehen.
wo es sehr viele Spekulationen gibt, wer das ist. Ich gehe fest davon aus, dass es nicht nur eine Person ist. Es ist, das hat er diese, also Q ist ein, ich nenne es einen Nachrichtenkanal, der auf 8chan, auf einem Forum in den USA, seit Herbst 2017 immer wieder Botschaften bringt, kryptische Botschaften. Er kündigt dann auch immer wieder welche Sachen an, die sich dann später auch von Trump aufgegriffen werden oder die sich auch erfüllen. Ganz aktuell zum Beispiel hat er am 12. Dezember 2018 geschrieben, Theresa May will resign as UK Prime Minister before next general election. Also sprich, Theresa May wird zurücktreten vor der nächsten regulären Wahl. Er hat recht gehabt. Schön ist, und das macht Hoffnung, es gibt eine Liste, das ist Seasons of Treason mit May, Merkel und Macron. May ist jetzt durchgestrichen. Wir hoffen alle, dass diese Liste weiter abgearbeitet wird. Aber dann sieht man, es passiert was und Q liefert kryptische Informationen, aber da gibt es eine große Anzahl von sogenannten Anons, die das aufnehmen und schauen, was er eigentlich damit meint und auch viel rausfinden. Und das ist sehr, sehr wertvoll, weil die haben sehr viel rausgefunden. Und dass Q in der Nähe von Trump sein muss, das ist nachweisbar an verschiedenen Dingen. Das will ich jetzt nicht ausführen. Aber es ist natürlich auch so, dass eine offizielle Quelle natürlich auch nicht zu offen was berichten kann, weil das wäre in den USA Geheimnisverrat. Also macht das Q kryptisch und die Anons finden raus, was es ist, und dann passt es wieder. Deswegen, wenn man sich mit dem Q-Phänomen intensiv beschäftigt und schaut, was da alles an Informationen kommt und was passiert, ist das schon immens. Plus halt eine ganze Reihe, auch in Deutschland gibt es Leute, die viel rausgefunden haben, die Hintergrundinformationen haben. Wie gesagt, ein paar gute Links stehen da. Und deswegen, da muss man sich reinarbeiten. Das ist auch viel Material. Aber dann sieht man auch erstmal, wie groß das ganze Thema eigentlich ist und dass es weit darüber hinausgeht, nur jetzt irgendwelche lokalpolitischen Dinge zu beeinflussen. Ich will zu der einen Sache vorhin noch mal was sagen. Ja, teile und herrsche ist natürlich immer ein gutes Mittel gewesen. Aber momentan ist klar zu erkennen, dass die Risse, und das kommt von diesem Konflikt im Hintergrund, die gehen nicht mehr zwischen Parteien, die gehen quer durch die Partei. Ein schönes Beispiel ist unsere CDU momentan. Ja, mit der Werteunion und den Linken, die ist kurz vorm Zerbrechen. Auch Deutschland ist kurz vorm zu zerbrechen, weil der Ostdeutschland tickt völlig anders wie wir hier im Westen. Ja, aber daran sieht man, durch die konservative Partei, durch die Tories geht dieser Riss durch. In Frankreich, es ist nicht mehr eine Sache zwischen Parteien. Es ist mittlerweile, und das kann man, wenn man ein bisschen schaut, fast überall auf der Welt, außer in Russland. In Russland ist das Ding durch, aber in Europa sehen, dass es Leute gibt innerhalb der Parteien, innerhalb der Regierung, die auf der Seite des tiefen Staats noch stehen und die anderen, die das nicht mehr sind. Und die EU war ja ursprünglich der Prototyp der Hintergrundeliten für die neue Weltordnung. Das war die Idee. Wir machen das erstmal mit der EU, gemeinsame Währung. Dann war natürlich die Idee, wird ja immer wieder versucht, gemeinsames Bankensystem, gemeinsame Sozialversicherung, gemeinsame Regierung, dann natürlich Bargeldabschaffung. Das sind auch Sachen, die sind noch nicht vom Tisch, aber die EU hat momentan so viele Probleme, das wird mit der EU nicht mehr funktionieren. Ja? Und das sind eigentlich gute Zeichen, dass diese alten Dinge, die auch über lange Jahre natürlich den Menschen, die haben vorhin den Vertrag von Lissabon gehört, hintenrum indoktriniert wurden, dass diese momentan am Zerbrechen sind, auch die NATO. Man muss sich einfach mal anschauen, was zwischen USA und der Türkei momentan los ist. Die haben fast keine Gemeinsamkeiten mehr. Ja? Das sind alles Riesenrisse und es ist zu erwarten, dass in den nächsten 1-2 Jahren diese Strukturen zerbrechen werden. Das wird chaotisch, aber alle, die natürlich die Pläne der alten NWO kennen, ja, ein absolut diktatorisches System, wo die massiv reduzierte Menschheit praktisch keine Rechte mehr hat, komplett überwacht wird, der kann eigentlich nur feiern, wenn diese Sachen zerbrechen. Ja, danke schön. Musikpause, 4 Stücke, 22 Uhr. Schaffen wir das oder geht es doch bis ca. 23 Uhr, Peter? Also ich bin offen, ich habe heute nichts mehr vor.
Von daher ist es okay. Also ich, wie gesagt. Dann würde ich sagen, dass wir um 21.45 Uhr circa deine Musikpause machen und dann fahr du mal weiter fort. Und die nächste Redepause, da ich glaube, da ist der Frankie dann dran und Peter, dein Mikrofon. Genau. Und Q hat halt, das habe ich vorhin schon gesagt, über Q kam eine schöne Liste, die hat dann zwar ein Anonymous gepostet, aber da stehen die Länder drin, ja, die abgearbeitet werden sollen. Und da steht Italien. Gut, in Italien, da kann man jetzt sagen, okay, gibt weiß, es gibt Leute, Wahlen bewirken gar nichts, aber in Italien haben meiner Ansicht nach die Wahlen schon was bewirkt, weil ich sage immer die Regierung Salvini, weil im Endeffekt den konnte der Ministerpräsident kennt kein Mensch. Der Salvini ist der heimliche Ministerpräsident. Und wenn es neu gewählt würde, würde er es auch werden. Da hat sie schon einiges getan, was der EU natürlich auch ganz furchtbar gegen den Strich geht. Dann kommt Nordkorea in dieser Liste. Gut, das haben wir gehört. Der Hintergrund, warum es momentan mit Nordkorea wohl ein bisschen stockt, ist die Tatsache, dass in Nordkorea der Kim Jong-un dem tiefen Staat entrissen worden ist, wohl aber noch nicht alle seine Offiziere. Deswegen ist das damals ergebnislos verlaufen. Aber Nordkorea ist weit weg davon, wieder zum massiven Konfliktherd zu werden. Also Nordkorea ist eigentlich abgearbeitet. Die nächste Stufe steht in der Liste, ist Iran. Da sind wir gerade dran. Und dann kommt Germany. Dann kommt UK, dann kommt France, dann kommt Schweden, Kanada, Australien. Das sind auch alles Staaten, wo der tiefe Staat noch ganz stark drin steckt. Und ich gehe fest davon aus, dass wir in Deutschland demnächst zumindest mal Neuwahlen kriegen. Das hat ja bei Maischberger einer ausgeplaudert. Aber es gibt ja fast keiner mehr hier, auch von den großen CDU- und SPD-Leuten, die der Koalition mehr als Ende des Jahres noch geben. Und es ist natürlich auch relativ offensichtlich, was danach kommen soll. Das wird momentan medial vorbereitet, nämlich wahrscheinlich grün-schwarz oder sogar grün-rot-rot. Auf jeden Fall einen grünen Kanzler sollen wir kriegen. Das wäre dann natürlich nochmal ein Triumph des Tiefenstaates in Deutschland. Es liegt an den Deutschen, das zu verhindern. Aber wenn das wirklich passieren würde, wäre interessant, was Ostdeutschland dann macht. Aber ich denke, das wird auch nicht mehr lange halten, zumal wir können uns in diesem Herbst, das ist mittlerweile relativ sicher, das pfeifen wirklich alle Spatzen von den Dächern, auch im Finanz- und Wirtschaftsbereich auf heftige Verwerfungen einstellen. Also die Wirtschaft ist ja schon im freien Fall in Deutschland, aber auch weltweit. Ja, das wird noch einigermaßen versucht zu kaschieren, aber Leute, die in der Autoindustrie arbeiten, die können da andere Dinge erzählen. Das Finanzsystem, es gibt den Herrn Krall, der eigentlich relativ sicher ist, dass wir spätestens nächstes Jahr den Euro verabschieden dürfen. Das sehe ich ganz ähnlich. Die Zerreißkräfte sind so stark, das wird auch noch dazu kommen. Aber das wird natürlich auch nicht helfen, den Hintergrundeliten. Natürlich war ursprünglich mal geplant, aus diesem Chaos die neue Weltordnung aufzusetzen. Aber das funktioniert nicht, wenn ein Russland nicht mitspielt und ein China nicht mitspielt. Die haben schon ihr eigenes System aufgebaut, was dann kommen wird. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, das ist noch eine andere Frage. Aber da kommen wir auch zu dem Punkt, den ich ganz wichtig finde und den ich eigentlich immer wieder sage. Es geht nicht darum, dass von außen ein Trump oder ein Putin oder auch irgendwelche guten Außerirdischen kommen, die uns retten und wir müssen alle nur sitzen und uns das anschauen. Es geht darum, dass wir selbst, dass die Menschen, möglichst viele Menschen aktiv werden, indem sie was sagen, indem sie was schreiben, indem sie Dinge nicht mehr mitmachen und, und. Das ist der entscheidende Punkt. Ein Trump, eine Trump-Allianz und Putin, die können uns eine Tür aufmachen. Aber wenn zu viele Menschen diesen alten Herrschaften auf den Leim gehen weiterhin oder auch aus Angst, wie schrecklich das alles werden könnte, gar nichts machen, dann wird auch nichts passieren. Also es hängt schon sehr stark an den Menschen. Und deswegen ist dieser aktuelle Krieg eigentlich viel stärker ein Informationskrieg, was man aber auch ganz klar sehen kann an der YouTube-Zensur, an dem, was die Massenmedien machen. Es geht momentan wirklich darum, wo ziehe ich die Menschen hin? Ja, da ist leider zu sehen, dass wir hier in Westdeutschland extrem viele noch haben, die eigentlich von dem Ganzen gar nichts wissen wollen. Ja, die nicht aufwachen wollen. Aber darum geht der Kampf, um das Aufwachen der Menschen. Ja, und
da spielt Q mit rein und da spielen diese ganzen Sachen mit rein. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass das eben nicht irgendwelche Retter von außen kommen. Das ist das Hollywood-Bild, was man gerne immer zeichnet. Aber es werden alle gefragt sein und es werden auch viele gefragt sein, sich selbst zu verändern, was auch mal ein Riesenproblem ist. Es ist nicht so, das habe ich auch schon mal geschrieben. Wenn wir jetzt einfach alle Hintergrundeliten, also Rockefeller, Rothschild und so weiter, verhaften würden und die Menschen würden sich nicht ändern, dann hätten wir in 30 Jahren den nächsten Rothschilds und Rockefellers. Ja? Also das grundsätzliche Mindshift muss dahin gehen, dass eben nicht mehr Macht, Geld und diese Dinge das Entscheidende sind, sondern andere Werte kommen. Ja, und das müssen die Menschen leisten. Und momentan haben wir aber die Chance, weil ich muss halt auch sagen, ich war bis zur Wahl von Trump auch relativ pessimistisch, ob die neue Weltordnung, wie sie ja immer wieder auch ganz offen angekündigt wurde, noch verhindert werden kann. Ja, weil damals lief alles darauf hinaus, die EU wird immer mehr, zu einem eigenen Staat, das Bargeld wird verboten, der Chip kommt, wir werden komplett überwacht. Das lief eigentlich alles in diese Richtung. Und interessant ist, die Leute vom tiefen Staat glaubten auch, das wäre nicht mehr aufzuhalten. Ja. Und dann kam auf einmal diese Gegenkraft, die noch nicht gewonnen hat, gar keine Frage. Und das ist dieser Kampf, den wir gerade sehen. Und der eine Herr hat es vorhin absolut richtig gesagt, das ist so alt und so verstrickt, das löse ich nicht auf innerhalb von wenigen Monaten. Der Prozess wird sich sogar Jahrzehnte hinziehen. Aber wir sind jetzt dabei, dass sozusagen die heiße Phase beginnt. Ja, die heiße Phase. Der Marc ist am Flackern. Ich möchte den Frankie mal hören. Frankie, und natürlich kommst du auch gleich noch drauf. Naga, Juna. Frankie, bist du am Mikrofon? Du warst vorhin schon in der Warteschleife. Dein Mikrofon, Frankie. Ja, also ich bin online und möchte alle grüßen erst einmal und auch ein Grüß Gott an Herrn Denk. Und ich mag seine Äußerungen und seine Instruierungen und Erklärungen des lieben Staates, höre ich immer gerne zu. Und meine Frage ist nie, wie läuft denn das, wie Sie gesagt haben, bei uns, wird Merkel angegangen auch, oder sitzen die vom tiefen Staat, haben sie sich nach Deutschland zurückgezogen, um von hier aus weiterzuleiten? Oder sind sie, wie Sie gesagt haben, international unterwegs? Ja, also grundsätzlich ist es ein komplett internationales Thema. Ne? Dadurch hat jedes Land seine eigenen Bereiche hier in Deutschland. Thema AfD. Ja, ich denke, die AfD hat Unterstützung durch die Gegenkräfte vom tiefen Staat. Ich halte die AfD nicht für die Lösung, aber die AfD ist momentan ein ganz hervorragender Katalysator, um die anderen bloßzustellen. Man muss sich ja bloß mal die Aussagen anschauen. Also sie lassen ihre Maske fallen. Ja, sie sind keine Demokraten. Von weder SPD noch CDU noch FDP, weil alles, was gegen die AfD gut ist, ist eigentlich eine Katastrophe für jeden Demokraten. Weil Demokratie heißt nicht, dass nur die alles sagen und machen dürfen, deren Meinung mir gefällt. Ja, auch die Sache mit dem Maaßen, ja, das war natürlich auch eine ganz klare Aktion, ja, weil der Maaßen hat sich dem nicht gebeugt, deswegen musste er weg. Ja, diese ganze Chemnitz-Geschichte war sowas von verlogen. Jetzt mussten sie ja sogar zugeben, der Regierungssprecher und Merkel, dass ihre Aussagen allein auf Medienberichten, auf einem Video, das von einer Antifa-Quelle gekommen ist, muss man sich mal vorstellen. Deswegen musste der Verfassungsschutzchef gehen. Ja? Aber das sind einfach die Auswirkungen. Aber es wird mittlerweile so lächerlich, so absurd. Ja? Oder auch Aussprüche jetzt von irgendwelchen Kevin Kühnerts, die BMW verstaatlichen wollen. Das sind alles Dinge, die sind dem geschuldet, dass die Sache eben massiv eskaliert. Ja? Und die AfD ist ein Katalysator für. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die Leute werden dazu gebracht, dass sie sich selbst diskreditieren. Ja, und das funktioniert eigentlich sehr gut. Aber das Problem ist, diese Methode dauert halt einfach ihre Zeit, braucht Zeit. Aber diese Methode ist deswegen genial, weil die Leute, die sich selbst diskreditieren,
können keine anderen dafür verantwortlich machen. Wenn ich irgendwelchen Leuten Vorwürfe mache oder da die irgendwie denunziere, dann ist natürlich der Denunziant auch immer erstmal irgendwo mit im Fokus. Aber wenn ich die Leute dazu bringe, dass sie sich selbst unmöglich machen, dann haben sie keine Chance. Und das passiert gerade. Und man kann gut erkennen, man kann es teilweise auch wirklich optisch erkennen an der Merkel oder an unserem Herrn Ischias Juncker, ja, dass diese Leute eigentlich am Ende sind. Also ich beneide sie auch nicht, weil sie wissen, ihnen schwimmen alle Fälle weg. Kann tatsächlich sein, das kam heute sogar, dass Merkel doch noch mal kurzfristig EU-Kommissionspräsidentin werden könnte. Ja. Aber das, also das wäre auch gar nicht schlimm, weil wie gesagt, die EU, da hat meiner Ansicht nach eh nur noch eine kurze Halbwertszeit. Aber diesen Leuten sieht man das an und ich sage immer Führerbunker-Mentalität. Und das Interessante ist, Leute im Osten, ich kenne einige Leute im Osten, ich habe auch in Bautzen einen Vortrag gehalten, viele Leute in der ehemaligen DDR, die kennen das noch, die Älteren. Die sagen mir auch, also vieles, was wir jetzt hier sehen, das haben wir schon mal gesehen vor 30 Jahren. Ja, die Leute, die Politiker, die völlig aus der Wirklichkeit rausgehen, natürlich Massenmedien, die eine Einheitsmeinung verbreiten, während wir hier im Westen sowas halt seit 1945 nicht mehr erlebt haben. Das heißt, die meisten wissen das nicht mehr, wie das ist. Die Leute im Osten sind viel aufgewachter. Ja? Aber das wird auch interessant, wenn wir wirklich einen grünen Bundeskanzler noch kriegen sollten, was dann mit Ostdeutschland passiert oder Mitteldeutschland, wie man es auch nennen will. Das wird eine spannende Sache. Deswegen hat jedes Land seine eigenen, Aufgaben zu lösen. Wir in Deutschland sind natürlich in Europa extrem wichtig durch unsere Wirtschaftskraft. Deswegen verwendet hier natürlich der tiefe Staat sehr viel Energie. Ja, Peter, danke für deine Ausführungen. Jetzt gebe ich das Mikrofon in Nagayuna, dann den Armin, den Germane. Und hinzugekommen ist hier heute Abend noch der Martin, auch dir einen guten Abend, Martin. Hier, Nagayuna, bitte dein Mikrofon. Und dann gibt es eine Musikpause, nachdem wir den Armin dann gehört haben. Ja, danke. Das sind jetzt verschiedene Themen, die alle sehr wichtig sind. Aber ich fokussiere mich mal auf eines. Und zwar kleiner historischer Kontext. Also man muss ja sehen, die ganze US-Wirtschaft hat bestimmte Pfeiler, auf denen sie beruht. Das eine ist eine völlig mutierte Militärindustrie. Das heißt, es müssen ständig Kriege angezettelt werden, Konflikte künstlich geschürt werden und so weiter, um diese Produkte an den Mann zu bringen. Da steckt natürlich auch hinter diesem Drängen auf 2% Militärausgaben, der Aufrüstung an Russlands Grenze, den nicht endenden Konflikten im Mittleren Osten und so weiter. Die zweite Hauptpfeiler ist die Leitwährungsfunktion des Dollars als Reservewährung. Ja, das bricht zwar langsam ab, aber es ist immer noch da. Das heißt, dieser ganze Hintergrund begründet natürlich in erster Linie diese aggressive imperialistische Politik. Und das ist natürlich auch der dritte Pfeiler, diese imperiale Ausbeutung. Ich meine, mit 1000 Militärbasen weltweit, ja, den unterschiedlichsten Formen der Ausbeutung dieser beherrschten Länder und das seit langem in Fortsetzung des britischen Imperiums, die genauso fortgegangen sind, das ist der ganze Kontext, den man natürlich sehen muss. Ja, und der bedingt die Politik. Sein bestimmt das Bewusstsein. Ich bin zwar wirklich kein Marxist, aber in der Hinsicht stimmt es jetzt, würde ich mal sagen. Und der ganze geschichtliche Kontext, der natürlich auch zu sehen ist, es läuft ja seit über 100 Jahren eine ganz gezielte Spaltungspolitik gegenüber Eurasien vom angloamerikanischen Deep State aus. Es begann schon mit dem Halford Mackinder, der Kampf um die Weltinsel. Also es war den Angloamerikanern immer klar, wer die Weltinsel beherrscht, der beherrscht die Welt und die Weltinsel ist Eurasien und speziell hier die Verbindung zwischen Russland und Deutschland. Und deswegen ging es immer um eine Spaltung. Ja, und das wird auch offen zugegeben. Da gibt es den George Friedman, den Chef von Stratfor, das ist ein Schatten-CIA, der ja ganz offen sagt, kann sich jeder anhören auf YouTube, gut ins Deutsche übersetzt, in einer längeren Rede, bis immer um die Spaltung Eurasiens ging, speziell Deutschlands und Russlands, weil das eine enorme Bedrohung ist für den angloamerikanischen Deep State. Dann gibt es diese hervorragenden, niemals widerlegten Werke des renommierten Geschichtsprofessors Anthony Sutton, Wall Street and the Rise of Hitler and Wall Street and the Bolshevik Revolution.
Die ganze offizielle Geschichte ist doch eine Lüge. Weder die Nazis noch die Bolschewisten wären an die Macht gekommen ohne die finanzielle Unterstützung des angloamerikanischen Deep States. Das ist die Wahrheit. Weil man diesen Konflikt wollte, weil der eben auch ganz zentral war für diese Spaltung Eurasiens. Ja? Spalte, ruiniere und herrsche. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Haben die Angloamerikaner immer angewandt. Ich rede jetzt nicht vom normalen Volk. Ich habe haufenweise Freunde in Großbritannien und Amerika. Ja, mein Englisch ist auch, ich informiere mich in erster Linie aus englischen Quellen. Also nicht gegen das einfache Volk. Aber ich meine, die Politik da ist doch ganz eindeutig. Und wer diesen ganzen Kontext nicht sieht, der schießt doch immer im Grunde an der Hauptsache vorbei. Peter, dein Mikrofon. Ja, also grundsätzlich kann ich da überall absolut zustimmen. Ja, das ist genau so. Weil der tiefe Staat agiert tatsächlich schon viel länger, ja, um es mal so zu sagen. Und natürlich, die Verbindung Deutschland-Russland sollte immer unterbunden werden. Ja. Allerdings ist das genau die Politik des tiefen Staates. Die US-Militärmacht ist aber auch massiv überdehnt. Ja. Aber natürlich kann Trump momentan, beziehungsweise die Trump-Allianz kann natürlich nicht von heute auf morgen das komplett zusammenstreichen. Das funktioniert nicht. Das sind alles keine Sachen, die innerhalb kürzester Zeit passieren. Deswegen hat jetzt auch die Trump-Regierung eine Riesenanzahl von F-35-Flugzeugen bestellt. Ich kann diesen Riesenapparat nicht von heute auf morgen abwickeln. Das funktioniert nicht. Dasselbe mit der Fed. Trump hat immer mal so ein paar Andeutungen gemacht, wie zum Beispiel im Juli 2018, wo er mal so ketzerisch gefragt hat, brauchen wir eigentlich die Einkommensteuer? Die Einkommensteuer gibt es in den USA, seit es die Fed gibt. Ja, weil dann musste der Staat nämlich die Steuern erheben, weil er ja jeden Dollar von der Fed leihen musste, die eine Privatbank ist. Die Fed wird meiner Ansicht nach bei Trump in der zweiten Amtsperiode drankommen. Die muss er zerschlagen, weil die Fed ist das finanzielle Rückgrat des tiefen Staates. Ja, auch Q hat ja mal so gefragt, Federal Reserve Ending, Fragezeichen, aber das kommt wahrscheinlich später. Ja, John F. Kennedy ist unter anderem deswegen ermordet worden, weil er eine Parallelwährung zur Fed rausgegeben hat, Silberzertifikate. Das hat auch sehr gut funktioniert. Das Erste, was sein Nachfolger Johnson gemacht hat, ist, das wieder aufzuheben. Ja, das sind wichtige Sachen und ich bin mir aber auch relativ sicher, ich weiß nicht, ob Trump das selbst weiß, er wird die Abrissbirne der USA werden. Ja, die USA in der Form, wie wir sie heute erleben, wird es meiner Ansicht nach in 10 Jahren so nicht mehr geben. Ja, weil die USA war in dieser Form mit der ganzen, als Weltpolizist, mit dieser absolut übersteigerten Militärmacht, war der militärische Arm des tiefen Staates. Ja, damit konnte er die Länder kleinkriegen, was man ja auch in der Vergangenheit gut gesehen hatte. Jedes Land, das sich geleistet hat, eine eigene Zentralbank zu haben, die nicht privat ist oder die gemeint hat, ihre Rohstoffe gegen Dollar, nicht mehr gegen Dollar, sondern gegen Gold oder gegen eine andere Währung verkaufen zu können, wie Libyen, wie der Irak, die haben die entsprechenden Folgen zu spüren bekommen. Ja. Aber das hat sich gedreht. Das hängt auch sehr stark an Russland, dass Russland eben jetzt da nicht mehr mitmacht. Jetzt gebe ich das Mikrofon den Armin. Guten Abend nochmal zu dir, Armin. Ja, hallo. Ja, also dieses ganze Parteiengeklüngel, was es da so gibt, wo sie, wie sie auch immer heißen, CDU, AfD, SPD und so weiter, das ist alles nur eine Show und man sollte sich eigentlich gar nicht auf irgendwie diese Themen versteifen, sondern wir, die wir hier sind, einfach für was Neues arbeiten und denken, auch denken und fühlen, das ist ganz, ganz wichtig und sich nicht einfangen lassen von diesem ganzen, von dieser Effekthascherei, was da ist. Da ist ja auch dieser Maaßen, wo vorher genannt wurde, klar wurde der deswegen abgesägt, aber andererseits war es der Typ, der ganz massiv für diesen unwahrscheinlichen Reichsbürgerbegriff da verantwortlich ist und der da hier alle möglichen Maßnahmen beschlossen hat. Also so ein Kind von Traurigkeit, das war dieser Typ auch nicht. Und ja, das ist immer sehr, sehr, sehr
wichtig, dass man sich aus diesem ganzen Scheiß rausnimmt und sich wirklich auf das konzentriert, was man will und nicht mehr auf das, was irgendwie durch die Medien angetragen wird. Ich habe heute mal nur durch Zufall TV gesehen. Nur 5 Minuten und mir hat es schon wieder gereicht, weil ich da gerade zu der Nachrichtensendung gekommen bin und habe gedacht, um Gottes Willen, in welchem Film leben denn die? Und da ist es wirklich, so hoch, so viel Zeit, wir haben überhaupt keine Zeit, da ist es höchste Zeit, dass hier sich was ändert, weil sonst geht das Ganze einfach vor die Hunde. Und dieses immer hinwarten und da braucht er noch 2 Jahre und da braucht er noch 2 Jahre und bla bla. Ich bin schon länger wach und mir geht es einfach viel, viel zu langsam. Und ich bin auch schon lucky vorbereitet und ich sitze eigentlich ruhig auf meinem Stuhl und genieße die Show. Und ich wünsche mir wirklich, dass dieser Trump das Zünglein an der Waage ist. Natürlich ist er auch nur eine Marionette und der läuft in der, war auch schon mit der Kippa in Israel. Das ist alles derselbe Verein und deswegen bin ich da nicht unbedingt so positiv gestimmt bezüglich dem Trump. Aber ich würde mich freuen, wenn es so ist. Danke dir, Armin. Peter, du bekommst jetzt gleich das Mikrofon. Wir haben heute Abend die Nürnberger Prozesse noch gar nicht angesprochen. Ich denke mir, die werden gleich in der nächsten, nach der Pause kommen, Peter, oder? Genau, wobei wir es schon ein bisschen angesprochen haben. Vorhin hatte ich es ja gesagt, die Anklagen, die Militärgerichte, das sind die Vorbereitungen, die dahin deuten. Ja, aber da werden wir noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen nachher. Kurz noch zur Aussage von eben. Also erstens muss ich auch warnen, dass Menschen ja immer gerne schwarz-weiß sehen wollen. Das merke ich auch mal bei Zuschriften. Also der ist gut und der ist böse. Und das wird immer in diese Schubladen gepackt. Aber so einfach ist die Welt halt leider auch nicht. Ja, natürlich hat ein Maßen Dreck am Stecken von früher. Aber man muss auch diesen Leuten teilweise, weil die meisten, die sich jetzt, sagen wir mal, gegen den tiefen Staat wenden, waren teilweise vorher durchaus mit ihm auch nicht so weit auseinander. Ja, man muss den Leuten auch zugestehen, dass sie sich drehen. Es ist einfach die Aussage ganz klar: an ihren Taten, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das ist in der Bibel, hat Jesus Christus gesagt. Und das ist eigentlich die Maßgabe, wo man immer schauen muss und immer wieder neu schauen muss, was machen sie jetzt gerade. Aber dieses reine Schwarz-Weiß, da muss man auch Abstand von nehmen. Ja? Und das Parteiensystem, wie wir es bei uns haben, ich gehe nicht davon aus, dass diese Parteiendemokratie, die wir haben, das ist auch einer der Gründe, warum das passiert. Auch die reißt sich gerade selbst ab. Wir werden definitiv was Neues kriegen. Da sind die Menschen dann natürlich aufgefordert, genau selbst aktiv zu werden. Es sind leider immer leider viel zu wenige, die dazu bereit sind. Es gibt Leute, die sagen, es würde wieder ein Kaiser kommen. Da muss man vorsichtig sein. Aber ich würde es auch nicht völlig ausschließen, wenn nicht wirklich was Neues kommt. Ich denke, die aktuelle Parteiendemokratie, so wie sie jetzt läuft, wird nicht mehr noch viele Jahrzehnte überleben, einfach weil sie sich massiv selbst diskreditiert hat. Vielleicht kommt eine neue Art von Demokratie. Wir werden es sehen. Super. Und nun spielen wir einen Musiksong ein und dann sind wir gleich wieder da. Der Peter hat uns ja heute den zweiten Titel, das ist der Gada Sha, und Musik ab. Bis gleich. Ja, let's go. Ihr seid bei Peter Denk. Die Homepage nochmal von Peter ist krisenrat.info. Ja, viel wurde schon angesprochen. Es heißt ja Trump gegen den tiefen Staat. Ich möchte aber auch nochmal aufmerksam machen, dass viele, viele Referenten auch sehr viel Aufklärung machen. Und darunter, mir fällt zum Beispiel auch ein Traugut Ickeroth ein, möchte ich einfach nur mal erwähnen, und auch noch sicherlich viele andere. Und sollte man auch mal beherzigen und einfach mal hinhören. Wie gesagt, Peter Denk sagt ja auch, man sollte mal zwischen den Zeilen lesen. Es ist ein komplettes
kompaktes Thema und dass die Menschen in der heutigen Zeit verwirrt sind durch diese vielen Medien und Eindrücke, das ist doch schon ganz klar. Ich sage immer, wie wichtig ist, dass wir das Werkzeug der Medien neu erkennen und neu definieren. Denn was heute passiert, Fake News und Lügenpressen, das muss man hier festhalten, kommt dazu zustande, dass die Medien A, voneinander abschreiben und B, immer alles zusammenschneiden, statt mal live mehr zu berichten, wo wir die Interaktivität mehr und mehr für die Zukunft hier auf OkieTalk zumindest präsentieren, wünsche ich mir auch von den anderen Medien. So, jetzt mache ich einen Punkt dahinter, denn wir haben bis heute maximal 23 Uhr Zeit. Peter, dein Mikrofon, und ich weiß nicht, wie du einsteigst, die Nürnberger Prozesse oder was auch immer, dein Mikrofon. Ja, danke. Also ich will nur mal kurz korrigieren, also die Band von eben heißt Gadada, ja, macht spirituellen Rock. Und da bin ich auch dabei. Nur, dass wir den Namen richtig haben, alles weitere im Internet dazu. Ja, die Nürnberger Prozesse ist natürlich eine heiße Sache. Es gab mal auch so ein ganz großes, komplexes Bild, das auch, glaube ich, im Umfeld von Q gepostet wurde, wo sich diese ganzen Verschwörungen da aufgestellt wurden. Und da gab es dann auch tatsächlich an einer Ecke so eine kleine Schrift, 2019 Nuremberg Processes. Ja. Also es ist natürlich so, dass die Drahtzieher oder viele angeklagt werden sollen. Das Ganze kann ich aber erst dann machen, wenn ich die Leute wirklich dazu soweit hingebracht habe, dass sie das auch akzeptieren. Wir sehen momentan auch in der US-Regierung, nachdem dieser Mueller-Report nun raus war, dass jetzt, also früher hat man immer nur von Q gehört, dass Clinton und so Hochverrat begangen haben und dass da was passieren muss. Das hören wir jetzt auch aus den Regierungskreisen. Es gibt einen neuen Justizminister, Barr, der ein bekennender Clinton-Hasser ist. Er hat einen Staatsanwalt eingesetzt. Wir hatten aber auch schon im Dezember letzten Jahres die Huber-Kommission, die mit über 200 Anwälten die Clinton-Stiftung unter die Lupe genommen hat, wo dann so als Kommentar rauskam, die arbeitet wie ein ausländischer Agent, hochkorrupt, Haiti, und wir haben Uranium angehört. Also allein dafür kann diese Frau eigentlich bis zum Rest ihres Lebens im Gefängnis verschwinden. Weil im Endeffekt lief das ja damals so, wenn jemand was von den USA wollte, dann ist er zu Clinton gegangen, als er Außenministerin war, und dann musste man ein paar Millionchen in die Clinton-Stiftung einwerfen, und dann hat das Außenministerium, das State Department der USA das gemacht, was derjenige wollte. Das ist alles nachweisbar, das ist auch mittlerweile wohl fix und fertig in trockenen Tüchern. Es fehlt eigentlich nur noch der Moment, wann das losgehen kann. Das andere ist die FISA-Geschichte, also sprich die Überwachung des Trump-Wahlkampfteams mit einem gefälschten Dossier zu einer angeblichen Russland-Zusammenarbeit. Das ist mittlerweile klar. Allerdings sind da wohl auch diverse ausländische Geheimdienste mit verstrickt. Deswegen wartet man da noch, insbesondere der englische. Plus jetzt diese aktuellen Geschichten, die laufen seit Trump Präsident ist, wo auch schon gesagt wurde, das Landesverrat, was da verschiedene gemacht haben, verzweifelt versuchen, den Präsidenten des Amtes zu entheben mit Lügen, mit falschen Vorwürfen. Das heißt, da ist schon einiges auf der Liste, wo man unmittelbar loslegen kann, wo auch eigentlich die Fakten da sind, die Beweise. Man tut es nicht. Ich habe vorhin gesagt, einmal wahrscheinlich, weil der Iran noch befreit werden muss vom tiefen Staat, aber auch, weil ich die Leute langsam ranführen muss. Ja, aber im Hintergrund tut sich schon was. Wie gesagt, wir haben die 1700 Pädophilen jetzt wieder. Und auch da passiert einiges. Und ich hoffe es sehr, dass wir aber tatsächlich, ob das noch in dieser Amtszeit passieren wird, wird sich rausstellen, weil es ist nicht mehr viel Zeit, dann beginnt der Präsidentschaftswahlkampf. Also es müsste eigentlich dieses Jahr noch losgehen mit den Prozessen. Wenn nicht, dürfte das erst in der zweiten Amtszeit passieren. Aber ich denke, sie werden kommen, diese Prozesse.
Ja, das zu dem Thema Nürnberg-Prozesse 2.0. Ich will jetzt aber noch mal ein Stückchen nach oben gehen, was von vielen eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen wurde, was aber natürlich mich in meinem anderen Themenbereich, Thema schwarze Projekte, geheime Weltraumprogramme, Aliens und so weiter, hochinteressant fand. Denn auch hier passiert gerade einiges, ja, wobei man ganz klar sagen muss, dass selbst eine Clinton-Regierung einen sogenannten Limited Hangout hätte wohl machen wollen oder müssen. Was heißt, ein bisschen was zugeben, was die Amerikaner so machen mit UFOs. Das ist ja auch interessanterweise passiert, was hier in Deutschland durch die Massenmedien praktisch völlig untergegangen ist. Im Dezember vorletzten Jahres hat ja das Pentagon offiziell zugegeben, ein kleines Projektchen zu haben, das UFOs untersucht. Man hat auch ein paar Videos von Kampfjets, die welche verfolgt haben, gleich mitgeliefert. Das ist hier fast völlig untergegangen. In der New York Times war das der meist angeklickte Artikel aller Zeiten an der Online-Präsenz der New York Times. Und da passiert einiges, was zeigt, also das für jemanden, der sich seit Jahrzehnten mit UFOs beschäftigt, war das eine mittlere Sensation. Weil bis zu dem Zeitpunkt war offiziell in den USA UFOs waren immer nur Wetterballons und irgendwelche Sichtungen von der Venus. Ja. Aber natürlich ist viel, viel mehr im Hintergrund. Und das ist ein anderes Thema. Da habe ich in dem Buch Maskheim ist viel drüber geschrieben. Auch da gibt es viel im Internet. Es gibt jede Menge Whistleblower. Es gibt mittlerweile jede Menge offizielle Dokumente, die auf den Servern von CIA und FBI runtergeladen werden können. Die zeigen, dass die Amerikaner seit den 40er Jahren in dem Thema ganz tief drin sind. Was jetzt aber spannend ist und was hier auch mal ab und zu in den Massenmedien kam, ist, dass Trump auf einmal was von Weltraumstreitkräften erzählt hat, ja, was viele erstmal verwundert hat. Ja. Und dann hat er aber, und das kann man auf dem Weißen Haus auch nachlesen, ein Memorandum gemacht für diese Weltraumstreitkräfte. Und wenn man sich das durchliest, dann schreibt er da aber Unified Combatant Command. Joint Force Provider, Joint Force Trainer for Space Operation Forces. Wenn etwas vereinheitlicht wird oder zusammengelegt wird, dann ist das nicht neu, sondern dann gibt es da schon was. Ja, und tatsächlich gibt es da schon was. Es gibt das Air Force Space Command, was offiziell, was man kennt, wo aber keiner weiß, was die tun. Ja, und es gibt das Naval Space Command, das Programm Solar Warden, was es offiziell gar nicht gibt, was aber durch Whistleblower oder auch den Hacker Gary McKinn aufgedeckt wurde. Ja, und Tatsache ist, dass Trump durch diese Aussage mehr oder weniger bestätigt, dass es die gibt und dass er die zusammenlegen will, weil die in der Vergangenheit nicht unbedingt zusammengearbeitet haben. Ja, das finde ich eine sehr spannende Sache. Wie gesagt, das ist auf dem Weißen Hausseite, ist dieses Memorandum vom 18. Dezember 2018 runterzuladen. Und dann ist was weiteres Interessantes passiert, weil dann gab es einen neuen Verteidigungsminister. Und das war kein Politiker, was ihm natürlich die Opposition gleich wieder ganz furchtig um die Ohren gehauen hat. Das ist nämlich Patrick Shanahan. Der ist seit 01.01.2019 Verteidigungsminister der USA. Und da war, wie gesagt, kein Politiker. Der war vorher 30 Jahre bei Boeing und war da Topmanager im militärischen Zweig. Und dieser Mensch, dieser Patrick Shanahan, ist mit Sicherheit jemand, der die schwarzen Projekte sehr gut kennt, weil natürlich die entsprechenden Fluggeräte, die Raumschiffe von den großen Militärzulieferern wie Boeing, Northrop, Lockheed Martin und so weiter gebaut werden und wurden. Das heißt, es ist genau der richtige Mann für den Job, diese Weltraumprojekte zusammenzulegen. Und da über irdische kleine politische Dinge reden, sondern dass das eine ganz andere Dimension hat, das Ganze. Ja, und das sind zwei Sachen, die kann jeder nachprüfen, die kann jeder sehen. Was sich hinter diesem Weltraumprogramm versteckt, das ist ein ganz anderes Thema. Vielleicht machen wir da mal eine andere Sendung drüber. Es gibt auch andere Leute, die Sendungen drüber machen. Aber ich befasse mich mit dem Thema seit über 30 Jahren. Und was gerade in den letzten 2-3 Jahren passiert ist, ist praktisch unglaublich, wie viele Nachweise, wie viele Whistleblower jetzt da momentan hochkommen,
da laufen Dinge ab, die für die meisten Menschen hier völlig unvorstellbar sind. Aber der ehemalige Manager von Lockheed Martin, von Skunk Works, Ben E. Rich, hat es ja mal gesagt, man soll sich Science-Fiction-Filme anschauen. Alles, was man da sieht, können wir schon erledigen. Das trifft es in etwa. Und da sieht man mal die Dimension, die hinten dran ist. Aber auch da ist ein Druck, dass da was offengelegt werden muss. Das wird auch kommen, das wird nicht gleich morgen kommen. Das ist auch was, woran man die Menschen erstmal gewöhnen muss. Ja, besonders hier in Deutschland. Hier in Deutschland ist das ja ein ganz schlimmes Thema. Wenn man allein nur das UFO-Thema erwähnt, ist man eigentlich schon unten durch bei vielen. Das ist in anderen Ländern nicht mehr so. Aber auch diese Komponente spielt damit rein. Das ist ganz wichtig. Und das ist für einen wie mich hocherfreulich, dass ein amtierender US-Präsident dieses in einem offiziellen Memorandum mehr oder weniger erwähnt. Ja, gibt es da Fragen, Anregungen? Und da sehe ich, der Marc ist da. Und wer noch? Kurz flackern, Germane und auch der Hans Gruber. Hans Gruber, es hat sich gerade umgenannt. Und gehen wir vom Marc hoch, Hans Gruber und dann Armin. Marc, bitte. Ja, ich weiß es nicht. Peter Lenk, wissen Sie von der Sage der grauen Weltfahne, eine Landesflagge, die grau sein soll und dann vergeht diese Dimension nicht mehr? Ich habe jetzt wahrgenommen, im Ozean ist jetzt ein Land, das hat eine graue Weltfahne jetzt, als erstes Land dieser Welt. Also davon habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nichts gehört. Okay, danke, Marc. Wir gehen weiter. Hans Gruber. Ja, hallo, alias Nagarjuna, jetzt Hans Gruber. Also, da werde ich jetzt wahrscheinlich was sagen, was ein bisschen quer geht mit diesen Aliens. Also, wenn man der Frage mal auf den Boden geht, da muss man sich nur mal die größte Versammlungshalle im Vatikan anschauen. Für 6.000 Leute. Die steht da seit ein paar Jahrzehnten. Die hat den Kopf eines Reptils. Ganz eindeutig. Können Sie in X-Bildern sehen, Beiträgen nachlesen. Sogar der Architekt sagt das. Im Maul dieses Reptils, wo dann quasi der Papst mit den Kardinälen sitzt, ist ein Flammenmeer, das für einen Atomkrieg steht. Und aus diesem Flammenmeer steigt ein Alien-Jesus auf. Der hat also auch einen Reptilienkopf. Das ist die größte Versammlungshalle im Vatikan, die seit Jahrzehnten dort steht. Von Abertausenden Katholiken gesehen. Jetzt gibt es zum Beispiel auf Querdenken TV ein wunderbares Interview mit dem Christoph Poth. Das ist ein Wissenschaftsjournalist, Spezialität Astrophysik, der Ihnen im Einzelnen aufzeigt, wie diese ganze New World Order Agenda letztlich eine jesuitische Agenda ist. Es war immer schon der Trick der Herrschenden, zu suggerieren, dass sie im Bunde mit Außerirdischen sind. Immer schon, im alten Ägypten schon, bis heute. Ja, das ist ein Mind-Control-Instrument. Und die katholische Kirche geht da ganz offen damit um. Wie gesagt, googeln Sie einfach Reptilienhalle Vatikan. Kann sich jeder anschauen, in allen Perspektiven mit X-Analysen. Ja? Wie es im Videotext da heißt, mit der Intention, letztlich eine neue Alien-Weltreligion zu erschaffen, die eine neue hegemoniale Weltordnung religiös legitimieren soll. Darum geht's. Und da arbeiten auch die Medien mit. Da heißt es zum Beispiel weiter, seit Jahrzehnten werden vermeintliche UFO-Phänomene von den gesteuerten Medien thematisiert, lalala, könnte ich jetzt alles vorlesen. Ja? Die UFO-Technologie, und das weisen die Experten auch nach, die ist schon von den Nazis in Deutschland entwickelt worden. Das geht auf solche Megagenies wie Viktor Schauberger und Nikola Tesla zurück. Das wird nur geheim gehalten. Also wenn irgendwo von UFOs berichtet wird, heißt es noch lange nicht, dass da Aliens drin sitzen. Das mal ganz nebenbei. Und ich bin da höchst skeptisch. Ich bin eigentlich Buddhismuskundler. Also ich kenne mich aus mit der ganzen Thematik Buddhismus auch. Und da wird zum Beispiel davon ausgegangen, dass es zwar unterschiedliche Daseins- und Seinsebenen gibt, aber die sind karmisch getrennt. Wir haben keinen Kontakt zu denen. Der einzige Kontakt, der möglich ist, ist zu Tieren, nicht zu anderen.
Also ich halte es alles für ein gehyptes Phänomen. Und jeder, der das hypt, arbeitet eigentlich dieser vatikanischen Agenda zu. Darum geht's letztlich. Es gibt keinen Beweis dafür. In der buddhistischen Erkenntnistheorie gibt es zwei Kriterien für Wahrheit. Logische Kohärenz und unabhängig überprüfbare Evidenz. Das sind alles Geschichten, das sind keine Beweise. Und erzählen können Leute viel. Ja? Tolkien hat Herr der Ringe erfunden. Ja? Diese Britin da mit, na, wie heißt der, Mega-Bestseller. Ach man, fällt mir jetzt nicht ein. Egal, der Mensch kann sehr fantasievoll sein und seine Fantasie als Wahrheit ausgeben. Das beweist überhaupt nichts. Danke dir, Hans. Ich möchte gleich auch noch den Raphael begrüßen. Peter, du kriegst jetzt gleich das Mikrofon. Raphael möchte auch was sagen. Vorher, vor Raphael, ist natürlich noch der Armin bei uns. Und bitte, Peter. So, also, ich könnte dazu jetzt eine Stunde referieren. Ich kenne diese Aussagen, ich halte sie für überhaupt nicht haltbar. Was natürlich völlig richtig ist, dass die Audienzhalle im Vatikan Reptilien nachgebildet ist, das ist gar keine Frage. Ich weiß aus persönlicher Quelle, das findet man nirgends im Internet, dass unter dem Vatikan keine Reptilien, sondern Mantiden sitzen. Es gibt Leute, die die direkt gesehen haben da. Es geht aber viel zu kurz, zu glauben, dass das UFO-Phänomen nur mit Reichsdeutschen oder auch schwarzen Projekten oder auch nur einer Alienrasse zusammenhängen würde. Das ist viel zu groß. Und alle Leute, die behaupten, das wäre ein Betrug oder das wäre nicht da, die kennen das Phänomen nicht. Wir reden von zigtausenden Sichtungen, wir reden von Dutzenden bis Hunderten von Whistleblowern, wir reden von physikalischen Beweisen, wir reden von Militärakten, die in vielen Ländern offengelegt wurden. Ich persönlich kenne 4 Leute sehr, sehr gut, also wirklich sehr, sehr gut und lange, die persönlich hier auf der Erde schon mit Außerirdischen Kontakt hatten. Von daher ist es für mich überhaupt keine Frage, dass der Kontakt da ist. Robert Dean hat früher bei der NATO gearbeitet. Damals redete man von 50 unterschiedlichen Spezies. Mittlerweile sind es über 100, die bekannt sind und hier agieren. Also deswegen kann ich diese Aussagen, das ist alles nur ein Irrtum und der Vatikan ist da tief verstreut, aber der Vatikan ist wirklich nicht derjenige, der ganz oben an der Pyramide steht. Die Reptiloiden sind ein wichtiges Thema, aber genau die, das sind diese Vorgänge, die über diesen irdischen Laufen haben ein Stoppschild gezeigt bekommen. Das weiß ich definitiv. Das heißt, deren Macht ist massiv zusammengestrichen worden hier auf der Erde. Und das sieht man momentan auch im Vatikan, was da passiert. Die Führung ist weg. Ja, das ist immer chaotischer. Ja, deswegen, man muss immer vorsichtig sein. Es ist bei dem Thema auch Desinformation dabei. Gar keine Frage. Nicht jeder Whistleblower, der redet die absolute Wahrheit. Die Echten, die Guten, die wissen das auch, dass es heute Technologien gibt, eine Erinnerung einzupflanzen. Deswegen muss man immer auch kritisch bleiben bei dem Thema. Aber das Thema insgesamt ist mittlerweile viel besser nachgewiesen und bewiesen wie viele, viele andere alternative Themen, wenn man sich damit ausführlich beschäftigt hat. Und alle Leute, die bis jetzt immer mit dem Thema kamen, ja, das gibt's doch nicht oder sind nur Reichsdeutsche, die kennen überhaupt nicht das Phänomen in der Größe und umfassend, wie umfassend das ist und in wie vielen Aspekten das ist. Im Übrigen habe ich einen guten Freund, den Michael Müller, der kriegt telepathische Impulse, wenn er in den Himmel fotografieren muss. Ich war dabei, ich habe meine eigenen UFO-Fotos gemacht, in unterschiedlichsten Formen, über 80 beim Just Love Festival letztes Jahr im Taunus in Springen. Von daher, für mich ist das keine Frage mehr, dass das nicht existent wäre. Von daher, an der Stelle, aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, da kann ich allein 3 Stunden drüber referieren, mache ich auch in Vorträgen. Buch Maßgeheimnis, steht viel drin. Das können wir jetzt nicht abhandeln, aber wie gesagt, ich nehme das zur Kenntnis, aber es ist definitiv kein kompletter Betrug. Im Gegenteil, es ist eigentlich ein Kern, aber auch nicht der höchste Kern. Wo ich bei Ihnen bin, dass die Gefahr besteht, dass es versucht wird, eine sozusagen Alien-Religion aufzubauen, die uns dann
in die neue Weltordnung führen soll. Dass das einer der Pläne ist, die geplant waren und vielleicht auch noch sind, dass man eine Alienrasse zeigt, ob echt oder nicht, die uns dann erklärt, wie wir zu leben haben. Diese Gefahr würde ich auch nicht verleugnen. Die ist durchaus da, dass dieser Plan existiert. Allerdings könnte man heute mit den schwarzen Projekten das auch locker uns vorspielen. Kontrovers diskutieren. Dankeschön, Peter. Wir haben die erste Dame da. Wir haben heute noch keine weibliche Stimme gehört. Und ich möchte die Hibiskas hier begrüßen. Guten Abend, Hibiska. Guten Abend. Ich höre zu, das Thema ist mir etwas zu schwer, weil da gibt es so viele Ansätze und Widersprüche, dazu möchte ich nichts sagen. Gut, hast du eine Frage an Peter oder nicht, weil du geflackert hast mit dem Mikrofon? Nein, ich habe auch nicht geflackert. Na gut, dann habe ich mich versehen, so hat es zumindest ausgeschaut. Jetzt kriegen Hans... Wir haben heute noch einen Nachtalk. Wir können eh nicht alles ausdiskutieren. Auch wenn es wichtig ist, wir wollen die Reihenfolge einhalten. Ich gebe den Armin und dann den Raphael das Mikrofon. Armin, bitte. Ja, bezüglich dieser Weltordnung, die sie da vorhaben, da gibt es ja dieses Lucifer-Projekt vom Vatikan. Wer weiß, wie der Vatikan aufgebaut ist, dass es eigentlich die Jesuiten sind und dass der jetzige ja eigentlich der letzte Papst sein soll, weil es halt schon ein Jesuit ist. Und wer die Bücher kennt, wie diese ganze Kameraden, wie die Kameraden so gestrickt sind von den Jesuiten, der weiß, dass da natürlich hier mit Lug, Trug, Täuschung, Verdrehung der Tatsachen und so weiter gearbeitet wird. Auch der Erich von Däniken beispielsweise ist ein Jesuitenschüler und spätestens ab dem Zeitpunkt, den habe ich früher sehr, sehr interessant gefunden, seitdem habe ich da ja ein geteiltes Verhältnis dazu. Es ist auch immer wieder, wir lassen uns so viel von dem, was im Außen passiert, hier einfangen. Letztendlich ist das, was wir wissen müssten oder können, alles ja schon in uns. Wir müssen uns nur damit verbinden. Nur haben wir vergessen, wie das geht. Peter, Mikrofon, hast du was darauf zu sagen? Die Mikrofone flackern hier alle. Peter. Ja, also da bin ich dabei, grundsätzlich. Ja, das ist das finale Ziel. Wie gesagt, wir sind jetzt eigentlich in einer ganz anderen Thematik drin, die ich hier nicht zwingend, weil das geht dann über Trump deutlich hinaus und diese ganzen Thematiken. Aber es ist völlig richtig. Wir haben alles in uns. Wir können auch tatsächlich viel mehr als viele Außerirdische. Wir haben gewisse einzigartige Fähigkeiten. Das ist auch einer der Gründe, warum die alle hier sind gerade. Auch die Erde ist ziemlich einzigartig in verschiedener Hinsicht. Und das Ziel ist es natürlich, dass wir jetzt nicht irgendwelchen Außerirdischen hinterherlaufen, sondern wir haben alles hinter uns. Wir können sogar viele Sachen tun, die die Außerirdischen nur mit Technologie vermögen. Ja? Aber wie gesagt, da würde ich jetzt an dieser Stelle, da machen wir mal eine neue Sendung zu. Ja? Dass ich denke, das geht jetzt hier zu weit und zu tief rein. Aber ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, also zwei Sachen sind wichtig, sowohl bei Menschen als auch bei Themen, dieses reine Schwarz-Weiß-Denken, die sind böse, die sind gut, davon muss man sich verabschieden. Das ist ja auch wieder dieses Teile und Herrsche. Und der Vatikan ist nicht durchaus durchweg böse. Ja, das ist auch so eine Sache. Da gibt es Leute, die wollen Gutes, natürlich in den oberen Bereichen, ist es nicht so toll, aber ich habe mich auch mal gefragt früher, warum lässt Gott, um mal jetzt wirklich auf religiös oder spirituelle Themen zu gehen, warum lässt Gott diese Hintergrundeliten über Jahrzehnte hier Kriege veranstalten, die Menschen versklaven, warum lässt er das zu, warum passiert das? Und irgendwann ist es mir gekommen, dass das Ganze, dass die halt auch eine Art Katalysator sind. Ja, im Endeffekt, und das ist seit uralten Prophezeiungen immer wieder beschrieben worden, die Menschheit wird jetzt einen sehr großen Wandel durchmachen. Der passiert nicht in zwei Jahren, das dauert, aber die Menschheit wird sich komplett wandeln und das muss sie auch, wenn wir so weitermachen wie bisher, würde die Erde nicht mehr existieren, die Erde darf aber nicht zerstört werden. Jetzt ist die Frage, was haben die Hintergrundeliten? Die haben eine
Vorstellung, die ist sehr, sehr materialistisch, die ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, egobezogen, und die leben das vollständig aus, ja, mit ihrem Reichtum, mit ihrer Macht. Aber viele Menschen machen das im Kleinen nicht so viel anders. Da geht es auch um Reichtum, um Macht. Wie geht es mir gut? Das sind die Dinge, die die halt nur perfektioniert haben. Ja, und das wird uns vorgeführt. Und das ist der Weg, wo die Welt dann hingeht, in die neue Weltordnung, wenn die Menschen sich nicht ändern. Aber dadurch kann man es halt auch erkennen. Sie sind also ein Katalysator für die Veränderung der Menschheit an sich. Und eins ist völlig klar, wenn sich genügend Menschen schon jetzt verändert hätten und sagen, lass mir mit Macht und Geld und das ist mir alles egal, dann hätten die auch gar keine Macht mehr, weil sie können ja nur die Menschen entweder durch Angst oder durch Gier steuern, was sie auch mit ihren Marionetten machen. Ja. Aber wenn die Leute darauf nicht mehr ansprechen, ist die Macht weg. Und deswegen passieren diese Dinge. Und wie heißt es immer, der Böses will und Gutes schafft. Also im Endeffekt im großen Plan haben die einfach ihre Katalysatorfunktion. Aber ich denke, die ist auch genau jetzt, wird die beendet werden. Und deswegen werden die verschwinden, weil sie werden nicht mehr gebraucht. Und die Veränderungen beginnen jetzt. Danke dir, Peter. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, ich möchte nochmal hinweisen auf morgen. Da kommt der Heinrich Kruppertz, 90 Jahre jung, betone ich, da spricht er nämlich über die Zukunft der Erde und was da alles so passiert betreffend unserer Planeten Erde und der Menschheit. Epoche der Zivil des Zeitgeschehens für Planet Erde, morgen ab 20 Uhr. Und jetzt begrüße ich den Raphael. Guten Abend nach Wien. Guten Abend. Ich war abgelenkt und konnte deswegen erst jetzt gerade hinzustoßen. Nur der Vollständigkeit halber. Ich weiß, es sind jetzt schon über Trump hinaus beim UFO-Alien-Thema. Zumindest kurz, also es ist bekannt, indigene Völker, Bilder etc. gibt es viele Aufnahmen von UFOs, Regierungsdokumente gibt es zuhauf. Werner von Braun hat ja angeblich seiner Sekretärin dann damals gesagt, die letzte Karte, die gespielt wird nach Krieg und dann islamischen Terrorismus, wird eben eine Fake-UFO-Invasion sein im Zuge von Project Bluebeam, wie auch immer man das nennen mag. Ich persönlich finde das inzwischen schon so lächerlich, dass ich nicht glaube, dass da wirklich was groß noch kommen wird. Ein Kanal, der sich damit sehr gut auseinandersetzt auf YouTube, ist Dark Journalist, der sehr gut diese Dokumente auch und die Verbindungen zwischen Gesellschaften und Politik und unterschiedlichen Bünden aufzeigt. Und dann, um nur eine andere Sicht noch positiv aufzumachen, ist natürlich bei mich zumindest gechanneltes Material, also allen voran der Dokumentarfilm von Daryl Anker namens First Contact über Bashar, der seit 30 Jahren nach eigenen Angaben ein außerirdisches Wesen channelt, welches allerdings durchwegs liebevoll ist und wo es auch immer darum geht, die Eigenverantwortung der Menschen zu stärken und wo auch eine Art Prime Directive wie in Star Trek verwendet wird, im Sinne von, man darf den Menschen nichts, also sie wollen weder als Götter wahrgenommen werden, noch in einer kriegerischen Konfrontation, sondern es geht darum, dass die Menschen selber das Bewusstsein erreichen, dass sie verstehen, wie sie hier in Harmonie mit sich selbst und dem Universum leben können. Genau, dann nur noch um Vollständigkeitshalber, es gibt auch Patente auf Google zum, ich glaube, das nennt sich TR3B, das ist so ein dreieckiges UFO mit einer Art Antigravitationsantrieb, kann man sich auf Google einfach reinziehen bei den Patenten. Und dann finde ich, also vielen Dank auch für den Vortrag und den Input, die differenzierte Sichtweise. Auch hier darf man nicht alles über einen Kamm scheren, was die unter Anführungszeichen UFOs oder Außerirdischen anbelangt. Und was auch jeder selber machen kann eben, ist zum Beispiel angelehnt an Stephen Greer, die CE5-Contact-Methode, einfach meditieren, sich verbinden und sehen, was passiert. Und so kann dann jeder, glaube ich, auch unabhängig von äußeren Umständen oder was in den Medien verbreitet wird, selber einen Zugang finden. Und meine konkrete Frage wäre jetzt nur zur aktuellen News-Situation, da in den letzten Wochen das Thema wieder stark aufgekommen ist und hier das eher in die Richtung, man muss sich verteidigen, hingearbeitet wird vom Bild her, was hier das Kommentar dazu wäre, weil es in meiner Sicht ganz eindeutig ein Limited Hangout ist, wie man so schön sagt, also nur eine ganz beschränkte Sicht, die jetzt mal vorgeschoben wird. Vielen, vielen Dank. Peter. So, meintest du das jetzt verteidigen auf den Weltraum bezogen oder worauf meintest du das jetzt? Das würde ich. Genau, also in dem Sinne, dass man sich vor dieser, dass jetzt eine Gefahr plötzlich anerkannt wird,
bis vor kurzem hieß Verschwörungstheorie, jetzt ist es angeblich offiziell, aber natürlich wird es als Gefahr dargestellt und nur vielleicht, ob es dazu einen Kommentar gibt. Ja, also sag mal, also ganz neu ist es ja nicht. Auch Reagan hat ja immer einiges dazu gesagt, öffentlich, ja, von der außerirdischen Bedrohung. Das mag aber vielleicht auch noch eine Geschichte gewesen sein, dass man auch einen Alien-Angriff hätte vorspielen können. Tatsache ist, ich denke mal, dass jetzt diese Space Force nicht unbedingt wegen einer Bedrohung zusammengeführt werden wird. Weil wenn man in dieses Thema einsteigt, ist völlig klar, es gibt nicht nur eine Space Force, es gibt mehrere, es gibt auch nicht nur amerikanische. Es gibt unterschiedlichste Allianzen und ja, teilweise führen die im Weltraum richtig Krieg gegeneinander. Und wir Menschen sind natürlich typischerweise mittendrin und nicht die Schlechtesten dabei, das ist auch wieder typisch. Aber natürlich, ich denke, das ist ein Teil einer Offenlegungskampagne, die angelaufen ist. Und die ist eigentlich ganz gut zu verfolgen. Wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, dass dieses Pentagon-Projektchen zugegeben wurde, was absolut lächerlich ist gegenüber dem, was wirklich passiert. Aber es ist ein Anfang. Jetzt hat ganz aktuell die Navy zugegeben, ja, wir haben neue Beobachtungsrichtlinien, weil UFOs sind real. Es kommen unglaubliche Dokumente raus, wo ehemalige oder damals Agenten halt ihre Berichte geschrieben haben, wie sie mit außerdimensionalen Kontakt hatten. Und die echten X-Akten des FBIs sind aus FBI-Servern runterladbar, halt noch nicht die neuen. Klar, das ist so 40er, 50er Jahre. Aber schon das ist teilweise sehr erstaunlich, was da kommt. Plus jetzt, dann fängt Trump an, damit was zu machen. Aber das ist halt auch so ein Punkt. Ich kann nicht einfach hergehen und den Leuten im Fernsehen 5 verschiedene Alienrassen präsentieren und sagen, ach übrigens, wir sind seit Jahrzehnten mit denen in Kontakt. Das schlucken die Leute auch nicht. Ich muss die Leute langsam ranführen. In Science-Fiction-Filmen hat man relativ viel dafür getan. Mittlerweile ist relativ klar, dass zum Beispiel die unheimliche Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg auf wahren Ereignissen auf der Holloman Air Base basieren. Das ist wirklich so passiert. Man führt die Menschen langsam ran. Ich könnte mir gut vorstellen, dass als nächster Schritt von der Trump-Allianz her, du hast es genannt, die TR-3B, wobei das ist mittlerweile eine alte Kiste, die ist aus den 80er Jahren, ist vielfach beobachtet worden, auch bei der großen UFO-Sichtung in Belgien, wo es ja zig Zeugen und Militäreinsätze und was nicht alles gab. Wir selbst haben sie fotografiert über unserem spirituellen Zentrum im Taunus. Die sind üblicherweise dreieckig, aber wie gesagt, die TR-3B ist mittlerweile über 30 Jahre alt. Es gibt Nachfolgemodelle. Ich habe in meinem Buch Das Marsgeheimnis, das Original NASA-Foto von der Sonde Global Surveyor, auch mit dem Link bei der NASA, wo sie eine abgestürzte TR-3D auf dem Mars fotografiert hat. Also man ist aktuell auf dem Mars, man hat da große Basen. Ein Insider, den ich kenne, der Hartmut Grosser, der auch interessante Bücher geschrieben hat, der lange in der Militärindustrie war, sagt, es dauert je nachdem natürlich, wo der Mars ist, momentan 30 Stunden zum Mars. Da sieht man aber auch mal, was uns momentan hier alles vorenthalten wird und das Gemeine an der Sache ist. Und da kommen wir dann wieder zu Trump zurück. Mit diesen Technologien, die im schwarzen Projekten gearbeitet werden, das ist einmal Antigravitation. Das wäre jetzt noch nicht so wild. Warum können wir nicht fliegende Autos haben? Science-Fiction-Autoren haben das seit über 100 Jahren immer wieder vorhergesehen. Das Problem ist die Energiequelle dazu. Diese Dinger funktionieren natürlich nicht mit Atomen, haben sie auch mal probiert, oder mit Benzin oder Kerosin. Ja, da sind alternative Energiequellen notwendig und diese alternativen Energiequellen, Nullpunktenergie, die mittlerweile auch physikalisch relativ klar sind, wie sie funktionieren, sind natürlich ein absolutes No-Go für die neue Weltordnung, weil die basiert immer auf Mangel. Macht basiert auf Mangel und mit einer Energie, die jeder haben kann, habe ich da ein Problem. Deswegen wird das so geheim gehalten. Der erste, der bekannteste, der das gemacht hat, ist Nikola Tesla, an dem wir ja einen Großteil unserer Wechselstromtechnik verdanken und ich als Elektrotechnikingenieur. Für mich ist das natürlich sowieso schon mal ein Held, aber dieser Mann hat noch viel mehr gemacht. Aber irgendwann ist er offiziell ja verrückt geworden und seitdem sind aber alle die Patente, die er dann gemacht hat, stecken in den USA
unter Verschluss wegen nationaler Sicherheit. So viel zu dem Thema, dass er verrückt war. Aber er hat schon in den 20er Jahren ein Auto mit einem Nullpunkt-Energie-Device angetrieben. Er hat aber auch damals einen Tower gebaut, den sogenannten Bordencliff Tower. Der ist auch bekannt, der ist nicht ganz fertig geworden, weil ihm dann JP Morgan und Westinghouse das Geld abgedreht haben. Aber dieser Tower sollte drahtlose Energieübertragung ermöglichen auf Niederfrequenzbasis. Das hat auch funktioniert, aber natürlich war ein Westinghouse da gar nicht begeistert. Er wollte seine Kupferkabel weiterverkaufen. Also wurde das Projekt eingestellt. Jetzt muss man sich mal vorstellen, drahtlose Energieübertragung. Wir reden heute über Elektroautos, die riesen Akkus haben, die katastrophale Umweltschäden verursachen für das Lithium, was abgebaut wird. Mit einer drahtlosen Energieübertragung wird das Thema schon gelöst. Aber es gibt in der USA, jetzt, wenn man durch die Gegend fährt, findet man auf einmal interessante Türmchen, die aussehen wie dieser Wardenclyffe Tower. Ja? Und es gibt auch eine Firma, Visiv, die hat auch eine Webseite und die sagen nichts anderes, als dass die auf Basis der Technikerkenntnisse jetzt drahtlose Energieübertragung machen. Und dadurch, dass diese Türme da schon rumstehen, scheinbar ist das unter Trump jetzt möglich, sind sie damit auch schon deutlich weiter als rein theoretische Erkenntnisse zu sammeln. Ja? Spannend ist, dass ein Onkel von Trump mit Nikola Tesla übrigens sehr eng wohl verbunden war. Ja, also da, und das ist dann die Hoffnung, die jetzt auch wirklich kommt, dass nun Technologien kommen, die der Menschheit wirklich weiterhelfen. Ja, weil dieses ganze Thema, was wir momentan haben mit Öl und was nicht alles, ist eigentlich ein No-Thema, ein Nicht-Thema, wenn man die richtigen Technologien hat. Und ich merke momentan auch, wenn man sich ein bisschen in der Szene umschaut, überall in der Welt passieren momentan in dieser Hinsicht spannende Sachen, dass Leute solche Geräte bauen. In der Vergangenheit hatten die immer sehr schnell unangenehmen Besuch bekommen. Das ist seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Leute. Ich persönlich kenne einen, der einen Magnetmotor gebaut hat, wo ein Freund dann zu viel geredet hat und dann hat er auch Besuch bekommen und ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte, um es mal so zu sagen. Aber die Sachen funktionieren, die werden in schwarzen Projekten eingesetzt und auch ein Wladimir Putin hat angedeutet, dass Russland hier wohl vorbrechen wird und wenn aber diese Dinge da sind, dann ist die Weltordnung, die neue Weltordnung eigentlich so nicht mehr zu machen. Ja? Und das ist eigentlich eine sehr hoffnungsvolle Aussicht, erstmal, was mit diesen ganzen UFO-Technologien und den schwarzen Projekten zu tun hat, dass man anfangen wird, diese Dinge jetzt ganz langsam rauszulassen. Aber wie gesagt, ich muss die Menschen langsam ranführen. Deswegen passiert das Stück für Stück. Aber ich erwarte mir da in den nächsten Monaten und Jahren eine Reihe von weiteren Dingen, die da kommen werden, dass die Menschen verstehen, da gibt es wirklich, das wird ja auch gesagt von Insider, eigentlich eine Parallelgesellschaft, die auch ganz strikt abgeschirmt wird von der normalen Erdengesellschaft, die diese Technologien schon nutzen. Ja. Peter, ich denke mir, wir machen jetzt einen dritten Song rein, ich weiß, und dann würde ich sagen, dass jeder nochmal zu Wort kommt, denn dann sind wir schon auf 23 Uhr und alles andere vertagen wir in den Nachttalk nachher. Bist du damit einverstanden, Peter? Ist okay für mich. Dann hoffe ich, ihr habt Rücksicht, dann machen wir den dritten Song. Peter, wolltest du ihn ankündigen? Ich bin ja der weltbeste DJ, das hat man ja schon mitbekommen. Du darfst den dritten Song ankündigen und dann sage ich Musik ab. Genau, also das ist jetzt ein Stück von Sati Casanova, die hier keiner kennt, die aber mehr Twitter-Follower hat wie Madonna, weil sie ist in Russland ein bekannter Star. Da spiele ich jetzt mal nicht mit, es ist auch ein schöner Popsong, aber ich kenne sie persönlich, ich konnte mit ihr auch schon zusammenspielen. Sie hat auch eine sozusagen spirituelle Seite, da nennt sie sich Sati Etnika und sie wird auch dem nächsten Just Love Festival, was vom 12. bis 14. Juli im Taunus stattfinden wird, wo ich nur jeden einladen kann. Ich werde da sein, ich werde spielen, ich werde einen Stand haben. Auch Erich Hambach wird da sein, eventuell sogar ein paar UFOs da sein. Da wird sie wieder auftreten und deswegen dachte ich mir, spielen wir mal das Stück von ihr, Happiness Hey.
Ja, liebe Zuhörer, wir sind wieder zurück. Der letzte Teil beginnt. Ein langer Abend geht hier schon jetzt live wieder bald zu Ende. Liebe Zuhörer draußen an den Boxen, draußen unter der Rubrik Artikel auf der Homepage, da findet ihr den Peter Denk und dort gibt es eine Kommentarfunktion. Wir freuen uns natürlich auch auf euer Feedback da draußen. Schreibt sie einfach hin. Der Peter wird sicherlich da reinschauen und ja, somit haben wir euch auch mit in unser Boot hier, denn kontrovers diskutieren heißt es hier auf OkiTalk. Peter, wir haben gesagt, wir geben jetzt nochmal jedem hier die Stimme für den Abend heute und ich würde sagen, wir starten mal. Kann das denn sein, dass wir heute noch was vergessen haben? Ich glaube nicht, weil das war ja schon ziemlich voll alles. Peter, nochmal ganz kurz zu dir das Mikrofon. Ja gut, es gibt noch einige Sachen, die ich natürlich nicht erwähnt habe. Was ist zum Beispiel auf Hawaii passiert mit der Rakete, die da angeblich einschlagen sollte und so weiter. Aber natürlich kann man in dem Zeitpunkt auch nicht alles behandeln, auch nicht ausführlich. Deswegen haben wir extra den interaktiven Teil gewählt, dass wir ein bisschen diskutieren müssen und deswegen auch die Themen dann ein bisschen da in die Richtung gehen. Aber ich denke, so das Wichtigste haben wir mal ganz grob abgeklopft. Wunderbar, und wir freuen uns ja auch auf deine nächsten Sendungen hier auf OkiTalk. Ich denke mir, es wird spannend werden. Dann würde ich doch jetzt mal sagen, fangen wir doch mal von unten nach oben an. Und das ist der Santaro. Santaro, du hast den ganzen Abend so ziemlich gut verfolgt, wenn du an den Boxen warst zumindest. Dein Mikrofon, vielleicht noch dein Feedback ganz einfach und wie du den Abend für dich empfunden hast und was auch immer du uns noch sagen möchtest. Dein Mikrofon, bitte, Santaro. Santaro ist nicht da. Gut, dann gehen wir weiter zum Marc Wahle. Marc Wahle, bitte. Ja, also ich finde es für Frieden, für die Einigkeit. Ich finde es gut für die Information der Aufklärung nach den die Religionen und Staaten sich die Welt ja aufgeteilt haben. War die Zeit der Aufklärung. Und das war auch Adam Weishaupt. Und das ist auch ein Peter Denk, denke ich, ne? Der uns aufklärt hier. Und es war eine tolle Sendung. Das eine Lied, das fand ich auch einen richtigen Schunkler wert. Und ich freue mich auf den Nachtalk mit Peter Denk. Danke dir, Marc. Und Jenne, für dich das Mikrofon. Ja, danke schön nochmal zum Schluss. Ja, ich fand das auch sehr informativ und umfangreich, den Abend. Und ja, bedanke mich dafür und wünsche uns eine ruhige Zeit, dass wir das durchstehen, dass es nicht zu schlimm wird. Und ja, das ist eigentlich das alles, was ich noch zu sagen habe. Ja, danke dir, lieber Jenne, und der Hans Gruber ist da. Ihr könnt ruhig noch was vom Inhalt her hier mit beitragen. Wir haben bis 23 Uhr Sendezeit. Das heißt nicht, dass wir gleich jetzt nur Feedback und Game Over. Wir haben noch die gute 20 Minuten Zeit, so sage ich einfach mal. Jenne, hast du noch was zum Nachhaken von dem heutigen Abend? Okay, da kommt nichts. Dann gehen wir weiter zum Hans Gruber. Hans, dein Mikrofon. Ja, danke für die Freigabe, weil das wollte ich nämlich gerade auch noch fragen, ob man noch was sagen kann. Also noch ein bisschen als Antwort auf Herrn Denk. Diese ganze New World Order Agenda ist ja extrem weit verzweigt und geht extrem weit zurück. Und ich möchte hier mal nur als Tipp rausgeben, man soll sich mal das englische Interview The Kingpin, Jesuits, The Kingpins of the Matrix mit Jamie Lee und Bruce Hillier anhören. Da geht es um die ganzen Deckorganisationen der Jesuiten. Ja, und zwar ganz detailliert, das sind extrem kundige Leute, ob das jetzt CIA ist, Trilateral Commission, Illuminaten und so weiter. Was viele ja auch nicht wissen, die Jesuiten hatten mal eine Zeit, wo sie aus 80 Ländern insgesamt vertrieben worden sind, zum Teil höchst gewaltsam. In Japan Anfang des 17. Jahrhunderts wurden die großflächig abgeschlachtet oder ins Meer geworfen, weil sie so politisch subversiv aktiv waren dort. 80 Länder. Es sind große klassische Werke zu den Jesuiten geschrieben worden, die zum Teil auch lange unterdrückt worden sind und heute dann wieder rekonstruiert worden sind zum Teil. Und da gab es eine Verbotsphase von 50 Jahren und seitdem arbeiten die unter Deckorganisationen. Die treten nicht in Erscheinung aufgrund dieser vergangenen Erfahrung. Das mal nur so ganz kurz. Hört das Video Jesuits, Kingpins of the Matrix.
Also, und von daher, also das Auftauchen aller möglichen Videos beweist erstmal nicht, dass da Außerirdische drin sitzen. Wir waren uns ja vorher schon einig, dass das die menschengemachte Technologie ist. Das ist das eine. UFOs beweisen erstmal gar nichts. Und das andere ist, auch Berichte von irgendwelchen CIA-Leuten und so weiter beweisen nichts. Hinterm CIA stehen die Jesuiten. Und diese Vatikanische Halle, damit wollte ich nicht sagen, dass ich glaube, dass es Reptilioide gibt. Wenn der Vatikan eine dermaßen große Halle dahinstellt und noch dazu einen Alien-Jesus, der auch als Art Reptilioider da dargestellt wird, dann heißt es ja nicht, dass es die Reptilioiden gibt. Es heißt bloß, dass der Vatikan und über ihm die Jesuiten wollen, dass die Menschen glauben, dass es die Reptilioiden gibt. Das ist alles, was es heißt. Nicht, dass es die gibt. Und das wollte ich vorher auch nicht sagen. Und da muss man noch ganz kurz dazu sagen, also warum diese ganzen, sage ich jetzt mal so, Mind-Control-Instrumente so zünden bei so vielen Leuten, das hat einfach mit unserer ganzen abrahamitischen Konditionierung zu tun. Da geht's doch immer um irgendein fernes Erlösungsreich, ob das ein Gottesreich auf Erden ist oder in marxistischer Version eine klassenlose Gesellschaft oder in New Age-Version das Wassermann-Zeitalter oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall in der Ferne und es hängt von bestimmten Bedingungen ab. Ob jetzt die Aliens wiederkommen oder Jesus auf einer Wolke herabfliegt oder nach Revolutionen die klassenlose Gesellschaft eintritt, das sind doch alles Utopien. Aus buddhistischer Sicht gibt es bloß eine Befreiung und die ist im Innern des Menschen. Okay. Das war's. Und dann frage ich Peter, hast du ein paar Worte dazu? Naja, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also ich muss ganz klar sagen, ich kann mit Buddhismus nur sehr wenig anfangen, aus dem einfachen Grund, weil der Buddhismus den Kern der Spiritualität verleugnet, nämlich Gott selbst. Und das andere, ich habe dazu alles gesagt. Wie gesagt, ich kann natürlich meine Erfahrungen mit den Leuten leider nicht teilen. Das muss man selbst erleben. Aber allein die Menge und die Qualität des Materials. Und wir reden ja nicht von einer Erlösung. Das habe ich vorhin ganz klar gesagt. Wir reden nicht davon, dass uns irgendwelche Aliens erlösen sollen. Im Gegenteil. Die meisten Spezies, die hier sind, sind erstmal nur zur Beobachtung da. Die finden das gerade super spannend, was hier auf der Erde passiert. Es gibt andere Aliens, die haben ihre eigene Agenda. Dazu gehören die Reptiloiden. Ich habe vorhin gesagt, die Mantiden sitzen unter dem Vatikan drin. Das weiß ich aus direkt der Quelle. Das kann man nirgendwo lesen. Ja, die steuern sehr stark die Jesuiten, gar keine Frage. Die Jesuiten spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle bei der ganzen Sache. Aber die haben momentan Probleme. Ja. Und das Dritte ist, ich bin sicherlich dabei, dass uns die Aliens nicht retten werden, sie werden uns aber helfen. Und es gibt Leute, absolut vertrauenswürdige Leute, wie einer Rainer Feißle, den ich mittlerweile auch sehr gut kenne, dessen Erlebnisse authentisch sind. Ich kenne Leute und über einen gewissen Umweg hatte ich schon mal selbst das zweifelhafte Vergnügen, mit Reptiloiden in Kontakt zu kommen. Ich muss leider sagen, es gibt sie. Ja, auch wenn das manche nicht glauben wollen. Aber das ist kein Grund, Angst vor denen zu haben. Es liegt in unserem Inneren. Das ist, da bin ich völlig bei einigen hier. Und unser Weg ist auch nicht jetzt die Aliens anzuhimmeln, sondern im Gegenteil, unseren Weg gehen und es wird Hilfe geben und es gab welche, die lange was dagegen haben und die am meisten dafür gearbeitet haben, dass wir gar nicht erkennen, zu was wir eigentlich fähig sind und wie unser Weg ist. Dankeschön für deine Antwort, Peter. Marc, ganz zum Schluss nochmal, wir gehen die Reihenfolge jetzt weiter und als nächster Sprecher ist der Armin und Armin, bitte. Also die Sendung fand ich gut, wirklich klasse Informationen bezüglich der Behauptung, dass das alles so gedrosselt auf die Menschheit kommen muss, damit die damit umgehen können. Der Meinung bin ich überhaupt nicht. Ich finde, die sollten das einfach hingeklatscht bekommen und nur so funktioniert es in meinen Augen, weil dann fangen sie erst mal zu denken an, wenn dann bestimmte Leute die Technologien nutzen und sich freuen, dass
dass es einfach hier freier wird und leichter und sie immer noch in dem alten Scheiß hängen, dann geht das nämlich der Wandel ganz, ganz schnell. Und gerade bezüglich dieser ganzen, ja, das sind ja teilweise auch höherdimensionale Wesen, die wir nicht sehen können, weil sie einfach verschoben sind, quantenverschoben. Das ist einfach dimensionsverschobene leichte Verschiebung. Wir nehmen das nicht mehr wahr, weil wir ja sowieso sehr, sehr eingeengtes Wahrnehmungsspektrum haben. Wenn man mal überlegt, was es an Spektrum gibt und welchen Ausschnitt wir eigentlich nur wahrnehmen können mit unseren Sinnen, da hilft uns nur der siebte Sinn oder der sechste Sinn oder die höheren Sinne einfach mal, wenn wir uns auf die ein bisschen fokussieren. Ich bin leider noch nicht so drauf, dass ich das so richtig voll drauf habe. Ich spüre zwar schon einiges, aber in meinen Augen noch bei weitem zu wenig. Und ich freue mich jetzt einfach auf den Nachttalk. Und was ich noch dazu sagen möchte bezüglich dieser Hintergrundgeschichten, Jesuiten und so weiter, da ist ja der Traugut Ikerod eine tolle Adresse, der das hier sehr, sehr explizit aufbröselt, wie denn diese ganze Struktur aufgebaut ist. Okay, in dem Sinne. Danke dir, Armin. Und der Frankie ist da. Mal gucken, ob er am Mikrofon ist. Frankie, dein Mikrofon. Ja, vielen Dank, dass ich da sprechen darf. Und zwar wollte ich erstens nochmal Herrn Peter Denk ein volles Lob geben, wie er sich einsetzt, um die Informationen, die man leider überall nicht sieht, versucht zu erklären. Und meine zwei Fragen wären noch die eine Sache mit Gary McKinnon und seinen Entdeckungen und die darauf folgende Frage, wie das mit denen, mit den wie hießen diese Schließungen oder kurzfristigen Vertreibungen aus den Sternwarten rund um die Welt, wo die FBI da einige Leute rausgeholt hat für einige Stunden. Okay, also Gary McKinnon ist ein englischer Hacker. Das ging auch durchaus durch die Medien, weil die USA den immer ausgeliefert haben wollten. Der 2001 war das, glaube ich, sich in diverse NASA- und Militärserver gehackt hatte, weil er eigentlich Informationen über Außerirdische dort finden wollte. Ja, das hat er nicht, dieses Server hat er wohl nicht gehackt, aber er hat auf manchen Servern interessante Sachen gefunden, vor allen Dingen bei der Navy. Und da hat er Schiffsnamen gefunden und er hat Offiziersdienstgrade gefunden, die es aber zur See so überhaupt nicht gibt. Ja, es gab Dokumente über Flotte-zu-Flotte-Transfer und es gab Informationen über eben ein geheimes Weltraumprogramm der US Navy, die eben Weltraumschiffe hat mit eigenen Namen, mit eigenen Besatzungen. Diese Dokumente hat er durchs Hacken bekommen. Deswegen waren die Amis waren da nicht so amused. Er hat auch den Namen dieses Programmes in den Dokumenten gesehen, eben Solar Warden. Und er war eigentlich der Erste, der das bekannt gemacht hat. Ja, er hat natürlich entsprechend Ärger bekommen dann. Aber später haben dann immer mehr Whistleblower und andere Leute bestätigt, dass das Programm so heißt, wie groß es ist, was da drin ist und so weiter und so weiter. Also um mal die Größenordnung zu nennen, dass sich die Leute das mal vorstellen können. Momentan soll es Solar Warden, und das ist wie gesagt nur ein Programm, 8 große Sternenkreuzer haben, von der Länge bis zu 2 Kilometern. Ja, schauen Sie sich das Kampfstern Galactica an, so etwa sehen die aus. Ja, plus natürlich Begleitschiffe und so weiter. Also in dieser Größenordnung ist das wohl mittlerweile. Ja, das andere war die Sache, warum hat man damals diese Sonnenbeobachtungssternwarten geschlossen, also eine in den USA, die ist ja da wirklich
mehr oder weniger gestürmt worden. Es gab dann gerüchteweise, man hätte da Kinderpornografie gefunden, was natürlich Quatsch war. Es war aber auch eben nicht nur diese eine in den USA, sondern es waren auch noch andere auf der Welt. Und Hintergrund ist wohl, dass zu diesem Zeitpunkt an der Sonne eine ziemlich große UFO-Flotte vorbeigeflogen ist, die natürlich jede dieser Warten sehen konnte. Ja, es ist aber in dem Zusammenhang hochinteressant, sich mal die Bilder auch der US-Sonnensonde SOHO, der NASA-Sonde SOHO anzuschauen, weil die hat auch immer im Umfeld der Sonne wieder hochinteressante Objekte fotografiert, teilweise Objekte, die so groß sind wie ein ganzer Planet, was laut Insider wirklich auch existiert. Also es gibt auch eine hochinteressante Anzahl von offiziellen NASA-Aufnahmen. Ich habe in meinem Buch Marsgeheimnis jede Menge von der Curiosity, die völlig klar zeigen, dass es auf dem Mars eine Zivilisation gegeben haben muss. Wir haben Dutzende von Pyramiden, wir haben jede Menge technische Geräte, die diese Sonde fotografiert hat und die man auf den NASA-Server runterladen kann. Deswegen, es gibt unglaublich viel Material, was auch selbst ganz offiziell schon zeigt, dass da mehr ist, als man uns erzählt. Dankeschön für die ausführliche Antwort, Peter. Die Emise haben wir heute noch nicht gehört. Ob sie da ist, werden wir gleich sehen. Emise, ein Feedback. Vielleicht, wie hast du den Abend empfunden? Dein Mikrofon. Sie ist nicht da. Oh ja, Peter, dann ist meine Frage jetzt mal zum Abschluss schon. Alles andere verlagern wir in den Nachtdoc, würde ich jetzt sagen. Marc, ja, ne? Schaut auf die Uhr. Wir haben es 10:55 und der Nachtdoc ist auch gleich noch da. Lieber Marc, bitte. Wir haben den Peter bei uns und Peter, ich möchte von dir gerne wissen, Peter, wo bist du in der nächsten Zeit anzutreffen? Gibt es bei dir Termine, die du vielleicht hier bekannt geben möchtest? Ja, auf jeden Fall. Also ganz aktuell bin ich am 4. Juli in München, in Pasing, bei dem Verein Mutter Erde Bayern und halte da einen Vortrag genau über unser Thema heute, Trump. Ja. Also wenn jemand da hinkommen will, ist es öffentlich. Man kann da, kostet glaube ich 10 Euro, da kann man mich persönlich treffen. Dasselbe passiert einen Tag später, das war also am 4. Juli. Am 5. Juli ist dasselbe nochmal in Nürnberg. Irgendwie im Osten, aber das werde ich auf meiner Webseite auch schreiben, aber auch derselbe Verein mit der Erde Bayern e.V., das ist auch die Veranstaltung angegeben. Das ist das Nächste, dann habe ich vorhin drüber gesprochen, wenn jemand an spirituellen Dingen interessiert ist, es gibt das Just Love Festival, da ist 3 Tage Musik, es ist ein großer Marktplatz, es sind spirituelle Dinge da. Erich Hambach ist ja auch nicht ganz unbekannt, wird da sein, ich werde da sein. Es ist eine Riesenparty, es ist, glaube ich, das größte spirituelle Fest in Europa in dieser Art. Einfach Just Love Festival eingeben oder justlovefestival.org, da erfährt man alles. Wer da Interesse hat, es ist in der Mitte von Deutschland im Taunus. Ich würde mich freuen, wenn ich da jemanden treffen würde. Und das Letzte ist, der Kongress vom Rainer Feistle im Böen im Allgäu und zwar am 28. September. Da werde ich auch wieder den Vortrag über Trump halten. Da sind aber auch super spannende andere Referenten da. Das wäre auch eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und spannende Vorträge zu hören. Super. Peter, deine erste Sendung hier auf OKITALK. Du bist voll in... ja, ins Meer oder in den See gesprungen, ins Wasser, so darf man sagen, interaktiv, das traut sich nicht jeder Referent sofort. Ich muss dir sagen, du warst souverän und auch die Zuhörer und die Mitredner waren souverän und es wurde hier mit Respekt die Sendung heute Abend hier gehalten, auch von euch, liebe Zuhörer, Redner, muss ich jetzt sagen. Peter, ich hoffe, du hast dich hier wohlgefühlt. Ich hätte natürlich noch eine Menge zu sagen, aber das mache ich auch mit dir privat, wenn es darum geht. Und Peter, magst du den Menschen noch was auf den Weg geben? Sondern würde ich sagen, darfst du wieder DJ sein, den letzten Song einläuten. Ich habe mich wohlgefühlt. Für mich ist wichtig, hast du dich wohlgefühlt? Ja, ich denke schon. Sonst hätte ich schon früher Schluss gemacht. Nee, es hat mir Spaß gemacht. Es ist auch schön, mal interaktiv zu sein. Bei den Interviews beim Manuel Cornelius oder beim Robert Stein
Da sitzt man natürlich da, das ist auch immer sehr schön, mit diesen tollen Leuten einfach interaktiv was zu machen. Aber so mal mit direktem Rückmeldung hat es auch was. Und dann geht man in die Diskussion, dann kann man zwar nicht so bestimmen, wo die hingeht, aber das macht ja auch den Charme der ganzen Sache aus. Deswegen, ich denke, wir werden das wieder machen zum anderen Thema. Ich kann nur sagen, auffordern alle, aber die Leute, die hier sind, sind das wahrscheinlich schon. Seid offen, informiert euch. Ich brauche keine Leute sicherlich, die in allem mit mir einer Meinung sind. Und ich will auch keinesfalls von mir behaupten, dass ich der Ansicht bin, ich wüsste alles und alles wäre absolut richtig. Ich kann nur sagen, ich forsche nach bestem Wissen und Gewissen und sage das, wie ich es sehe. Und ja, meine Webseite ist eigentlich sehr stark auf Krisenvorsorge ausgerichtet. Also meine aktuellen politischen oder auch Entwicklungskommentare lesen will, der sollte sich bei meinem Denkbrief anmelden. Der ist kostenlos, der kommt zweimal pro Monat. Da schreibe ich also immer, was mir gerade zu den aktuellen Dingen so einfällt, natürlich auch zu Trump und zu anderen Dingen. Von daher, das kann ich nur anbieten. Ansonsten, ja, wenn jemand zufällig eine Big Band braucht oder eine spirituelle Band, einfach an mich wenden. Ihr habt ja was gehört. Und die Big Band, da kommen wir jetzt auch noch mal dazu, ist eine Live-Aufnahme. Das Stück heißt Only You, gesungen von unserer Sängerin Steph Vinson und der Magic Sound Big Band. Und ansonsten freue ich mich, wenn ich jemanden sehen kann bei den Veranstaltungen oder dann hier beim nächsten Talk. Danke dir, Peter. Denk krisenrat.info. Einfach nicht vergessen. Peter Denk kommt wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis nachher im Nachttalk. Musik ab und macht's gut.